So, guten Tag zusammen. Ich hörte gerade, beziehungsweise las ich gerade im Chat, dass wir ruckeln. Jetzt scheint mir das Problem aber gelöst zu sein. Bitte sagt mir, ob wir noch ruckeln. Ich bastel so lange mal hier und hin und her. Ach so, wir können ruckeln. Wenn ich schunkel, ist alles in Ordnung. Wenn ich ruckel, ist es genau. Nicht gut. Wir können so lange mal, bis ich rausgefunden habe, wer wo ist, einen Tontest machen. Hier neben mir sitzt Herr Hümmler, der mal kurz was sagt, bitte. Hallo. Wahnsinn. Also wie du da zack und schon sagt er was. Genau, dann bitte hör auf, das wirkt ganz komisch, Alexander. Okay, danke. Genau, sprecht doch mal bitte kurz was, ihr beiden. Kurz was. Moin. Sehr gut, okay. Und ich rede sowieso die ganze Zeit. So, es scheint mir, es ruckelt noch. Bei allen stockt oder bei einigen? Etwas, Ton läuft super. Dann werden wir mal ganz kurz, bevor wir jetzt offiziell beginnen, versuchen uns des Problems anzunehmen. Und fahren mal die Bitrate ein bisschen runter, machen den Puffer größer, deaktivieren, Sekunde bitte, so, den Puffer größer und die Bitrate ein bisschen runter, so, und dann machen wir noch das Video, okay, übernehmen, okay. So, jetzt schauen wir mal, ob das hilft. Bei mir läuft nur der Chat flüssig, komplett Hänger. Das klingt ganz falsch, was du da sagst. Das ist ruckelt bös, ab und an Aussetzer. Okay. Das ist nicht gut. Ruckelt nix mehr. Aha. Ton läuft, Bild hängt. Sag mal, was ist denn hier los? Die Frage ist tatsächlich. Woran liegt es? An uns oder liegt es an Twitch? An Twitch. Ich denke, wenn ruckelt nicht mehr. So tut's besser. Jetzt läuft's bei mir. Das freut mich. Aha. Jetzt klappt es. Jetzt ist super. Bei mir läuft alles gut. Nun läuft es. Kartoffelpuffer. Na gut. Okay, wunderbar. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, soll ich nicht mehr sagen, darum habe ich mir das abgewöhnt. Wir sprechen heute, ich lese das nicht ab, sondern ich suche parallel schon einen... ein wichtiges Posting. Wir reden heute über heute ist Wetter. Und je älter, desto wichtiger wird dieses Thema. Ja, tatsächlich ist das so. Und das Interessante ist, ich hatte ja irgendwie gedacht, wenn wir über Verschwörungstheorien reden oder über Impfgegner und so weiter, dass dann immer die Social Media explodiert. Little did I know. Als ich dieses Vorschaubildchen gepostet habe, machte es zumindest bei Facebook unten drunter und jeder fühlte sich bemüßigt, etwas dazu beizutragen. Ist wirklich interessant. Darum habe ich mir gedacht, dass ich heute mal ganz unorthodox damit anfange und das einfach mal vorlese. Dann kriegen wir nämlich tatsächlich schon einen Querschnitt darüber, was die meisten Leute, zumindest die in meiner Blase, da so denken und sagen. Ich weiß, es könnte sein, dass es bei dem einen oder anderen Kommentar jetzt so ist, dass einer von euch hier in meiner lustigen Runde zusammenzuckt. Haltet an euch. Beim Vollmond und reiß ich zusammen. Beim Vollmond und beim Föhnwind gehöre ich zu den Leidenden. Mein Kater hat damals den Vollmond immer angejault, kein Witz. Dass wir im Schlafzimmer Rollos hatten, haben wir beim Vollmond durch den Kater mitbekommen. Jeden Monat dasselbe. Ich kann mir vorstellen, dass man einen schnellen Wechsel im Luftdruck in einer Narbe spüren kann. Schlecht schlafen tue ich immer gut. Super Satz übrigens. Hat aber nichts mit dem Mond zu tun. Dann, mir wollte man das Vollmondproblem erklären, der Mond beeinflusse die Gezeiten der Meere und daher auch den Menschen, weil er ja zu großem Teil aus Wasser bestehe. Klingt doch logisch, schreibt jemand anders. Aber die Gezeiten, schreibt jemand, werden doch nicht durch den Vollmond beeinflusst. Gibt es nicht mehrmals täglich Ebbe und Flut? Also ich bin kein Experte, aber die Gravitation des Mondes beeinflusst doch auch die Erdplatten. Ich denke, die Person wollte damit den Einfluss des Mondes auf den Menschen belegen. Ja, ich bin einfach, es geht um den Vollmond, ich spule mal vor. Dann schreibt der Wolfgang Fröning, bei Vollmond ist es heller im Schlafzimmer, das kann Schlafprobleme hervorrufen. Bei geschlossenen Rollläden ist es Zufall, wenn bei Schlafproblemen Vollmond ist. Bei anderen Mondphasen hast du einfach schlecht geschlafen. Und so weiter. Dann kommt jemand mit 2013 verkündete eine Schweizer Metastudie, dass ein erkennbarer Zusammenhang zwischen Mondzyklus und Schlafqualität bestehe. Im Jahr darauf nahmen sich die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München des Themas an, prüften Schlafdaten von 1265 Probanden aus 2097 Nächten und konnten keinen statistisch belegbaren Zusammenhang finden. Quelle SRF, was heißt das?
SRF. Schweizer Fernsehen, oder? Wahrscheinlich. Ja, Schweizer. Schweizer. Ja. So, und so, bei mir ist es so, dass ich an Neumond nicht gut schlafen kann. Vollmond schlafe ich wie ein Stein. Wenn man so viel wiegt wie ein Ozean, mag das ja sein. In meinem Pool sehe ich keine Auswirkungen vom Mond. Soll nicht zucken. Ja, nicht zucken. Aua, das kenne ich. Meine Mom spürt es am Fuß, wenn Wetter ist. Und dann schreibt Andi Zöllner, ihr müsst doch nur die Einschaltquoten der Bernd das Brot-Nachtschleife von Vollmondtagen mit Nicht-Vollmondtagen vergleichen. Dann wisst ihr, wie viele Menschen nicht schlafen können. Und so weiter und so fort. Yes. So, niemand von euch hat, also ich hab's auch nicht gesehen, aber ich nehme an, niemand von euch hat wirklich gezuckt gerade. Ne? Ihr habt das ganz gut durchgehalten gerade. Geschmunzelt. Okay. Ja. Mhm. Aus wem bricht denn jetzt als erster ein direkter Widerspruch zu dem, was ich gerade vorgelesen habe und zu welchem Satz auch immer heraus? Und wenn das nicht der Holm ist, bin ich verwundert, aber gucken wir mal. Ja gut, also ich sag mal, das mit den Gezeiten, das kann man, glaube ich, vielleicht als allererstes mal ansprechen. Gut, also vor allen Dingen mit dem Thema, es ist ja auch Wasser im Menschen. Also Gezeiten haben natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass das Meer jetzt aus Wasser besteht. Abgesehen davon, dass sie halt am ehesten dann auftreten, wenn also das Wasser halt flüssig ist. Aber also Gezeiten haben wir auch in der Erdkruste. Also auch es hebt sich nicht nur der Wasserspiegel, sondern es hebt sich auch der Erdboden an. Also das sind Höhenunterschiede von so 20 Zentimeter rund. Also immer auf der mondzugewandten und mondabgewandten Seite der Erde. Und das macht der Mond? Das macht der Mond. Und die Sonne. Das macht schlichtweg die Anziehungskraft des Mondes, die wirkt halt auf der mondzugewandte Seite der Erde. Da ist die Anziehungskraft des Mondes ein bisschen stärker als auf der Rückseite. Mhm. Insofern wird die Erde sozusagen zum Mond hin und auf der anderen Seite durch die Fliehkraft vom Mond weg so ein bisschen aus dem Und die Sonne zerrt doch auch dran, oder nicht? Ist es nicht so, dass Die Sonne macht das Gleiche, deswegen ist die Flut bei Vollmond auch höher, weil dann die Richtung der Gezeitenkräfte von Sonne und Mond in der gleichen Richtung stehen. So, also auch also die Vollmond und Neumond genau. haben die höchsten, den höchsten Tidenhub. Okay, was? Aber du hast jetzt. Ja, Alexa? Ja, genau. Also man kann noch dazwischen schieben vielleicht kurz. Also wir haben jetzt von Holm gehört, dass du die Auswirkungen des Mondes auf ein sehr großes System nicht zwingend übertragen kannst auf ein sehr kleines System, nämlich den Menschen. Mhm. Dahinter steckt aber eine ganz interessante Vorstellung, weil das nämlich tatsächlich sich zurückverfolgen lässt zu manchen Ansichten in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Medizin, dass nämlich die Planeten, die Gestirne sozusagen einen Einfluss auf den Körper haben. Und dahinter steckt wiederum das Bild vom Makrokosmos, der sich sozusagen im Mikrokosmos wiederholt. Also das große System wiederholt sich im kleinen System. Also das heißt, das große System, die Planeten, haben einen Einfluss auch auf das kleine System Mensch. Moment, du machst wieder unseren, ich will nicht sagen Fehler. Behaupten die Anhänger dieses Weltbildes. Dieses sehr alten Weltbildes. Ja, genau. Exakt. Ja, genau. Und du hast zum Beispiel auch in der Humoralpathologie, also in der Säftelehre, auf der die ganze Medizin ja basiert, also das Gleichgewicht der verschiedenen Säfte im Körper, also Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und so weiter. Also diese Säfte, die müssen im Gleichgewicht sein, sonst bist du krank als Mensch. Und auf dieses wurde behauptet? Wurde behauptet, genau, und auch dort wird behauptet, dass die Planeten da eine Rolle spielen. Also der Mond zum Beispiel ist dem Schleim zugeordnet, dem Phlegma. Also man kann das durchaus, du hast ja heute diese ganzen Mondregeln und Mondkalender und so, die sind meistens nicht so alt, wie sie gerne sein würden und wie behauptet wird. Aber du hast halt da wirklich so ein paar ganz, ganz kleine Schnipsel von spätmittelalterlichem, eventuell auch noch antikem Wissen, was dann irgendwie im Zuge einer neuen Esoterikbegeisterung in einen neuen Kontext gesetzt wird. Okay, also geschichtlich, woher es kommt, ist damit durchaus nachvollziehbar. Ja. Nur heißt es ja dann maximal, da kann der Psychologe vielleicht wissend nicken, dass Leute zwar dran glauben, was aber nicht zwangsläufig heißt, dass jetzt unser Herr Physiker mit Sonderfach Astronomie oder wie war das, da irgendwie, na was, du hast doch irgendwie was, irgendwas war doch noch astronomisch bei dir. Ich war Teilchenphysiker. Meteorologie hat er auch gemacht. Meteorologie, ja. Entschuldige bitte, das andere UG. Da bin ich dann in Teilchenphysik gegangen. Gott, bin ich geil blöd. Ja genau, also irgendwas mit UG. Und soll in Wissenschaften gelegentlich vorkommen. Studiert ja. Okay. Ogi kommt in Wissenschaften gelegentlich vor. Was haben Sie studiert? Ogi. Ah, was? Alles? Ja, ja. Von warum ist Ogi und Bogi? Das, was du gerade erklärt hast, Alexa, erklärt, warum Menschen das schon seit längerem denken
und vielleicht laut Psychologe so sich manifestiert, dass man so fest dran glaubt, dass man es in sich selbst in irgendeiner Form wachruft oder dadurch erst wahrnimmt. Aber worauf wir ja da jetzt hoffentlich hinauskommen, ist, dass der Holm uns sagt, stimmt alles gar nicht oder es stimmt teilweise. Moment, jetzt hast du dem Psychologen was in den Mund gelegt, dass ich abnehmen sollte, was aber ja, so das nicht reicht mir vollkommen ist. Aus. Na komm, hau raus, erzähl. Nein, also die, so, was du meinst, ist ja sowas wie Autosuggestion, dass ich mir selber sage, wenn der Mond volle ist, schlafe ich schlechte. Dann kann man sich das ja einreden. Umgedreht ist es aber eher so, dass wir versuchen natürlich Schlafschwierigkeiten zum Beispiel uns zu erklären, also warum habe ich letzte Nacht schlecht geschlafen? Mhm. Und dann gucken wir nach und sehen, oh, es war Vollmond, ja kein Wunder, dass ich schlecht geschlafen habe. Mhm. Und das heißt, häufig ist so die Zusammenführung des Ereignisses, wenn wir bei schlecht schlafen, mit dem Vollmond, das machen wir, das merken wir uns. Mhm. Dann schlafen wir aber in den nächsten 6 Nächten auch nicht so gut vielleicht im Monat und haben dafür aber jetzt nicht das Erklärungsmodell, dass der Mond voll war. Und dann suchen wir uns andere Modelle. Ah, ich habe auch sehr fett gegessen. Ja, stimmt. Ja, ich habe auch 3 Bier getrunken. Man schläft immer nur gut nach einem Bier. Das mache ich ja 2 Bier zu viel. Das heißt, wir versuchen das immer zu erklären, für uns schlüssig. Und wenn dann Vollmond ist, dann passt es gut. Und wir merken uns dann diese Erklärung, weil sie ja auch sehr verbreitet ist, einfach deutlich besser und bleiben dann im Grunde dann dabei, dass wir bei Vollmond schlecht schlafen. Und dann gibt es viele Gründe, warum man unter Umständen bei Vollmond auch ein bisschen schlechter schläft. Weil es heller ist im Schlafzimmer, ist tatsächlich eine sehr realistische Erklärung. Also wenn man keine Jalousien hat, die das komplett dunkel machen, kann das schon allein einen Einfluss haben. Muss aber nicht. Aber kann. Also insofern nicht diese Autosuggestion, sondern wir erklären uns gerne unsere Probleme im Nachhinein. Und häufig, wenn man Kopfschmerzen hat, sagt man, das Wetter hat sich geändert. Wenn sich es ändert oder wird sich ändern, wenn sich es ändert, sagt man, siehst du, habe ich doch gesagt. Und wenn nicht, hat man zu wenig getrunken, Spannungskopfschmerzen. Also immer die gleiche Geschichte. Wir suchen uns die Erklärung im Nachhinein. Nun sind aber doch, wie man auch im Chat gerade übrigens sieht, zum Beispiel Selikola, die schreibt, aber Wetterwechsel und Föhn haben eine böse Auswirkung, was meinen Kopf angeht. Das geht Richtung Migräne. Andere Sache ist feucht-kaltes Wetter in Kombination mit meinem Rheuma, schreibt sie auch. Also, und wir haben ja, oder ich habe von euch gelernt, nicht, dass ich das nicht vorher schon gewusst hätte, aber ich habe es von euch gelernt, dass man selbstverständlich sagt, wenn jemand an etwas leidet, dann muss man, ist das Leid echt? Exakt. Ob dann die Ursache dafür, die ist, die angenommen wird, ist die andere Frage, aber das Leid ist echt. Und jetzt haben wir also hier eine Person, die sagt, meine Beobachtung ist, wenn Föhn ist zum Beispiel, ja, dann habe ich rasende Kopfschmerzen. Können wir nochmal beim Mond bleiben? Ja, weil total gerne. Das ist ja doch eine andere, also zum Föhn kommen wir gleich. Ich sicherlich noch was sagen, aber genau, machen wir erstmal den Mond richtig fertig. Erstmal den Mond, genau. Also, dass es Gezeiten gibt, im Meer hängt im Wesentlichen ja davon ab, dass wir sie halt im Meer sehen und die treten eben auch nur in großen Ozeanen auf, beispielsweise nicht in der Ostsee, dass im Meer ein Ende des Ozeans oder ein Teil des Ozeans näher, signifikant näher am Mond ist als der andere Teil. Ach, warum ist das? Mein Gott, also habe ich keine Ahnung. Die Anziehungskraft des Mondes lässt nach, je weiter man vom Mond weg ist. Das heißt, damit man in einem Meer Gezeiten hat, muss das Meer so groß sein, dass ein Teil des Meeres signifikant weiter vom Mond gerade entfernt ist als der andere. Das heißt, das Meer muss so irgendwie so ein Viertel um die Erde reichen oder sowas. Okay. Dann können sich da richtig gut Gezeiten drin aufbauen. Und Wasser bewegt sich auch ganz gut, ne? Das kommt noch hinzu. Also das Wasser kann sich auch prima verschieben. Deswegen funktioniert das so gut, gerade mit dem Medium Wasser. Ja. Entschuldige, die bestimmt wahnsinnig dumme Frage. Kann nicht das Wasser auch einfach in der Mitte angehoben werden und wieder losgelassen werden? Ja, wenn der Mond gerade in der Mitte über dem Pazifik steht, dann hat man tatsächlich in Hawaii Flut und in Los Angeles und in Tokio Ebbe. Ja. Okay, wenigstens. Also das ist und so. Das kann ich aber auf den Mensch nicht übertragen. Das kann ich also nicht mal auf das Meer bewegt sich so ein bisschen, also es geht sozusagen der Gezeitenkraft so ein bisschen hinterher. Das hängt, also das Wasser muss sich ja erstmal bewegt haben. Also das schwappt nicht genau immer dem Mond nach, sondern so hängt so ein bisschen hinterher. Und das ich kann es nicht auf den Mensch übertragen und auch nicht auf den Starnberger See, sagst du. Nein, auch beim Menschen ist es relativ einfach. Also der Mond ist 384.000 Kilometer entfernt. Natürlich. Und wie groß ist, und also wenn natürlich sozusagen ein Teil der Erde und der andere Teil der Erde, das macht dann schon mal so 4.000, 5.000 Kilometer Unterschied aus, ein Ende vom Meer zum anderen Ende vom Meer. Das ist im Vergleich zu 384.000 Kilometer nicht nichts. Mhm. Während
mein Vorderteil zu meinem Hinterteil, also selbst wenn man relativ dick ist, ein Ende vom Menschen zum anderen Ende vom Menschen ist vielleicht ein Meter. Das ist verglichen mit 384.000 Kilometern schlichtweg vernachlässigbar. Außerdem gibt es ja auch eine massenanziehende Kraft zu dem Tisch, vor dem ich hier sitze. Und da ist natürlich der Abstand vom Tisch zu meiner Körpervorderseite verglichen zum Abstand zum Tisch zu meiner Körperrückseite viel, viel größer. Das heißt, die Gezeitenkraft, die dieser Tisch auslöst, ist viel, viel größer als die Gezeitenkraft des Mondes. Ich kann da nicht mal mehr einen Witz drüber machen. Ich merke ja noch nicht, ich merke ja gar nicht, dass diese Gezeitenkraft hier da ist. Also das Tisch. Oh Gott. Und je länger ich arbeite, desto größer wird die Anziehungskraft des Tisches. Ja, genau. Auf den Kopf, genau. Und das Bett ist erst. Ne? Auch bei manchen Tweets passiert das. Meine Fresse. Ja, aber echt. Okay, also das heißt, wir können einfach physikalisch, dank dir oder eher dank der Physik, aber erklärt durch dich, ausschließen, dass der Mond eine Anziehungskraft auf dem Menschen innewohnende Flüssigkeitsvolumen hat. Eine Anziehungskraft hat er schon, aber die spielt keine Rolle. Also, natürlich hat der Mond eine Anziehungskraft auf alles. Also ich meine, der ist ja da. Ja, aber nicht so, dass jetzt quasi. Schlichtweg vernachlässigbar, weil er an jedem Ende vom Menschen auch die gleiche Anziehungskraft hat. Und wir merken ja die gesamte Anziehungskraft des Mondes noch nicht mal. Okay. Also das heißt, wenn ich die Augen zumache, kann ich ja nicht sagen, der Mond steht da oder der Mond steht da. Also, weil ich es nicht spüre. Verstehe, was du meinst, ja. Aber das heißt, also diese Vorstellung, dass da quasi das Blut in den Kopf reingezogen wird, weil der Kopf dem Mond näher ist als die Füße. Nein. Das beste Beispiel dafür, dass das nicht so ist und was da auch für spricht, ist, dass die Anziehungskraft der Erde unter uns einfach so stark erstmal ist. Also die wirkt ja erstmal am allerstärksten auf uns und darauf ist unser Körper auch ausgelegt. Und deswegen haben zum Beispiel Astronauten auf der ISS, wenn man die sich anschaut, die sehen immer so ein bisschen komisch aus, wenn man im Vergleich zu Bildern, wenn die auf der Erde waren. Das liegt daran, dass tatsächlich da diese Anziehungskraft, also das Gegensteuern gegen die Erdanziehungskraft nicht mehr stattfindet. Das heißt, die haben tatsächlich, das Wasser steigt bei denen hoch. Das heißt, die haben geschwollene Schleimhäute, das Gesicht kriegt ein bisschen mehr Flüssigkeit, weil sich das anders verteilt in der Schwerelosigkeit. Mhm. Und sie werden größer. Und sie werden größer. Das ist nochmal ein ganz anderer Effekt, genau. Aber das heißt, da ist dann die Wirkung, im Grunde genommen, ist sie jetzt wirklich, die heben sich ja untereinander auf. Also eigentlich fallen die ja. Die Erdanziehung wirkt ja immer noch, das ist aber furchtbar kompliziert. Aber das heißt, was auf uns wirkt, gravitationstechnisch, ist halt die Erde und die wirkt maximal. Und da kommt der Mond in unseren Proportionen einfach nicht dran. Also ich würde vielleicht noch für all diejenigen, die sagen, aber mir geht das doch so, dass ich dann und dann schlecht schlafe, mal vorschlagen, dass man das vielleicht wirklich mal über einen gewissen Zeitraum her überprüft. Also entweder, wenn man nicht die entsprechende Smartwatch hat oder was auch immer. Block und Stift soll möglich sein, analog. Soll es geben. Dass man einfach mal aufschreibt, wann man wie lange schläft und ob man gut oder schlecht geschlafen hat. Und dann wirklich mal guckt, ob das tatsächlich im Zusammenhang steht. Und, also gerade wenn wir bei Schlafstörungen sind, dann noch einfach auch mal einen Blick in die Psychosomatik. Heißt ja nicht, dass Menschen nicht gut schlafen können oder nur gut schlafen können, sondern Schlafstörungen gehören ja zu den allerhäufigsten, sagen wir mal, Zivilisationserkrankungen, die wir haben. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Einfluss auf unseren Schlaf haben können. Also angefangen tatsächlich von der Ernährung. Das ist gar kein Witz. Wenn man sich zu Fett ernährt zum Beispiel, kann man nicht so gut schlafen. Das kann man sich anschauen. Aber natürlich so Dinge wie Stress, Sorgen, Nöte, all das hat natürlich einen Einfluss auf den Schlaf und da muss man, wenn man das aufschreibt, nicht nur gucken, wenn man das wirklich wissen will, warum schlafe ich nachts schlecht, schauen, wie war der Mond, sondern vielleicht auch überlegen, habe ich mich mit meinem Chef gestritten, habe ich eine große Aufgabe, nehme jetzt auf der Arbeit vor mir, vor der ich Angst habe, dass ich die vielleicht nicht gut machen kann, habe ich eine Deadline, die mich stresst, kriege ich gerade die Kohle nicht, weil Corona-Pandemie ist und ich weiß morgen nicht, ob ich mein Geschäft zusperren muss. Also all das sind Gründe, die natürlich einen total großen Einfluss auf das Vermögen haben, gut zu schlafen. Und das muss man einfach versuchen, auch mal mit zu protokollieren. Denn natürlich haben wir in unserer Zivilisationsgesellschaft extrem viele Menschen, die schlecht schlafen können. Ich habe auch über einen langen Zeitraum in meinem Leben mal nicht gut geschlafen, weiß auch, woran das lag. Mhm. Lag halt nicht am Mond, hatte andere Gründe. Man darf natürlich auch mal das Offensichtliche nicht vergessen. Alexander, nochmal bitte. Ganz kurz, fällt mir gerade noch ein, also auch zum Beispiel Depressionen, ein Symptom von Depressionen zum Beispiel ist halt auch Schlafstörung. Also entweder schläft man ganz viel oder man schläft so gut wie gar nicht, wenn man Depressionen hat. Und das haben ja auch sehr viele Menschen inzwischen in unseren Zivilisationsgesellschaften. Herr Hümmler, bitte. Also man darf natürlich auch das Offensichtliche nicht vergessen. Und auch wenn du sagtest, Alexa, die meisten dieser Geschichten sind längst nicht so alt, wie man denkt.
aber sie stammen doch ja zum großen Teil so, also diese ganze Naturmagie-Geschichte stammt ja doch zum großen Teil zumindest mal aus der Romantik, also so 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert war es ja eben für einen ganz großen Teil der Leute, also wenn man nicht gerade in Berlin gewohnt hat, tatsächlich so, dass man keine Straßenbeleuchtung vor dem Haus hatte und relativ wenig Licht im Haus. Das heißt, wenn die Sonne untergegangen war, dann war es dunkel, außer halt bei Vollmond. Also da ist der Effekt dieses Mondlichts auf uns, der war natürlich vor 150 Jahren noch viel, viel größer, als wir den heute wahrnehmen. Mhm. Und ein zweiter Aspekt natürlich, jetzt bin ich kein Historiker, aber ich glaube, das maße ich mir mal an, auch zu sagen, der Mond hat ja eine ganz zentrale Bedeutung für die Menschheit schon immer gehabt, also schon allein wegen der Zeitrechnung. Also so Dinge wie Saat ausbringen und solche Geschichten, das konntest du am Mond natürlich prima durchrechnen, weil da kam halt 12-mal war er voll und du wusstest, wo du dich befunden hast im Jahr, da wo du gelebt hast. Und das hat einen riesen Einfluss gehabt. Und auch der weibliche Zyklus, der ja so grob im Monatsrhythmus kommt. Also all diese Dinge sind verknüpft worden, waren uralt. Ja, also das hast du klar schon in der Antike, irgendwie so diese Verknüpfung, dass sozusagen dieses System, dieses Planetensystem und der Mond überhaupt einen Einfluss auf den Körper haben und auf das menschliche Verhalten. Und klar hast du natürlich auch diese Beeinflussung und Zeiteinteilung ja auch. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass eben die Gestirne, der Lauf der Jahreszeiten einfach immens wichtig war, um das Jahr überhaupt einzuteilen, weil viele hatten in ihrer täglichen Praxis einfach kaum andere Anhaltsmöglichkeiten als kirchliche Feiertage und halt das Jahr durch die Landwirtschaft strukturiert. Also das sind die zwei großen Komplexe sozusagen. Und die vielen Feiertage. Das habe ich vor kurzem erst mal irgendwo gehört. Oder war das in unserem Aberglauben-Stream? Bei uns in der Sendung. Wahnsinnig vielen Gründe zu trinken. Im Chat viele schöne Beiträge heute, die aber teilweise auch doppeln, was ihr sagt. Da schreibt zum Beispiel, ich würde gerne alle 6 Stunden schlafen, schreibt die Silikula zum Beispiel dann, egal ob schlecht oder gut, Hauptsache Schlaf. Das ist ja auch noch so ein Ding, das habe ich zum Beispiel jetzt auch bei mir in der Familie, dass wir tatsächlich 2 Leute bei uns in unserem Familienkollektiv haben, die wirklich am liebsten einen komplett verschobenen Lebensrhythmus hätten und dann, finde ich, auch deutlich entspannter wirken, als wenn man sie auf das trimmt, wo wir beschlossen haben, wir anderen aus der Gesellschaft, dass da eigentlich der Tag beginnt. Mhm. Interessante Randnotiz und Anekdote in dem Zusammenhang. Ja, da kommen Geräusche. Noch im 18. Jahrhundert, meine ich, hat man pro Nacht 2-mal geschlafen. Also es gab quasi 2 Schlafphasen. Also Sonne geht unter, man geht schlafen, schläft ein paar Stunden, ist dann für ein paar Stunden wach in der Nacht, geht dann nochmal schlafen und schläft dann bis zum Morgen. Also da, wo ich halt aufwache, so um 4, wenn ich zu viel gegessen habe oder so, wenn dann der Magen irgendwie anfängt. Bis Mitternacht so ungefähr oder 23:30 oder was weiß ich, dann ist man ein paar Stunden wach und dann geht man wieder schlafen. Mhm. Also ganz üblich damals. Mhm. Aber Zirkadianrhythmik, so heißt das so in ich weiß nicht, ist es Medizin oder Psychologie? Wurscht. Also diese innere Uhr, da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen. Das ist tatsächlich so, dass hier die Konvention, so wie wir leben, morgens gehst du schaffe und damit hast du irgendwann Feierabend, dass das nicht für jeden Menschen produktiv ist. Also das mein Chef, also so in der Forschung, wenn du irgendwie publizierst und Sachen schreiben musst, um irgendwas zu produzieren, der hat auch gesagt, schaut einfach auf euch, wann ihr am produktivsten seid und dann geht ihr mal nicht ans Telefon oder macht ein AB an, auch im Büro. Und bei dem einen ist das morgens von 10 bis 12 und der andere hat aber eher nachmittags eine Phase, wo er kreativ und produktiv ist. Also das ist nicht ungewöhnlich. Ich habe ein 16-Uhr-Tief, das ist so extrem, dass teilweise wir wirklich bei Drehs, auch bei großen und komplizierten Szenen, hat die Regieassistenz da Rücksicht drauf genommen, weil sie gesagt hat, um 16 Uhr fallen dem Krabbeis für eine halbe Stunde die Augen zu. Der ist da einfach, also so grob 16 Uhr rum, ist der einfach matschig. Und danach ist dann die Energie aber wieder voll da. Das ist sehr, sehr seltsam. Mhm. Kommt aber trotzdem ein bisschen von unserem Thema weg. Na gut, es hat natürlich alles was damit zu tun, aber das ist also gut. Ich glaube, den Mond, ich würde jetzt tatsächlich sagen... Wo ich darauf angesprochen wurde, als ich gesagt habe, das Thema, da gibt es doch diese Geschichte, dass Frauen ihren Eisprung bei Vollmond haben müssen und ich glaube, das ist schlichtweg, es drängt sich halt so mit dem 28-Tage-Zyklus natürlich auch auf,
Ja, ich habe dann nur erst Gedanke, war die armen Frauenärzte, wenn die Frauen irgendwie alle zum gleichen Zeitpunkt dann auf einmal ihren Termin haben wollen, ja. Aber das ist wieder diese antike oder mittelalterlich, frühneuzeitliche medizinische Geschichte, dass du halt da irgendwie einen Zusammenhang vermutest. Es gab auch, ich müsste jetzt aber nachgucken, wie das war, das sogenannte Mondkalb, also Kinder, die irgendwie während eines bestimmten Zeites im Mondlauf irgendwie geboren werden, die sind dann irgendwie missgestaltet oder wie auch immer. Also irgendwie so ganz. Nannte man dann Mondkalb? Ja, das irgendwie. Okay. Aber das müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachgucken. Also ganz, ganz schreckliche Dinge, aber halt der Zusammenhang, dass der natürlich kulturgeschichtlich irgendwie immer wieder hergestellt wurde. Ich habe jetzt nur gerade mal eben Vollmond und Eisprung in Google eingegeben und da kommt also schwanger werden mit dem Mond, wie geht das? Kinderwunsch an Vollmond und Skorpionmondtagen. Okay, mach Google wieder zu. Mach sie dazu. Warum? Das machen wir jetzt gleich wieder zu. Gell? So aus. Ja, gehst du weg. Und wenn wir nochmal Haare schneiden oder Bäume fällen und all diese Dinge, die ja mit dem Mond zu tun haben. Das führt zu weit. Entschuldigung. Das Mondholz ist ja, da wollte ich tatsächlich eigentlich nochmal eine Studie dazu rausholen, habe ich aber nicht mehr gemacht. Insofern da. Müssen wir jetzt auch nicht, es geht um was anderes. Aber Alexa, du platzt sonst. Ja, nee, das geht aber leider auch in die Richtung, die du eigentlich gerade verlassen wolltest. Mist. Wie gesagt, Mondkalender und so. Es gibt ein wunderschönes Buch von Helmut Groschnitz, der hat sich, das Volkskundler hat sich mit diesen Entstehungen der Mondkalender beschäftigt und der hat festgestellt, also erstmal sind die Dinge einfach nicht so alt, wie sie gerne wären, das ist ganz klar, also diese Kontinuitäten, die kannst du halt nicht herstellen. Und er hat aber festgestellt, es gibt so ein paar ganz, ganz frühe Vorläufer, es gibt nämlich von Ärzten aus dem späten Mittelalter Aderlassbriefe und die haben tatsächlich auch anhand von Mondphasen festgelegt, wann eine gute Zeit ist für einen Aderlass und wann vielleicht eher nicht. Das sind so ein paar der Vorläufe. Es gibt keine gute Zeit. Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja, aber wenn man es dann schon machen will, dann auch am besten nicht bei Vollmond, ich glaube, bei zunehmendem Mond, dann blutet es mehr. Vielleicht eher bei Abnehmen. Sagen Sie. Elwood J. Blues schreibt auch schon, was hat das mit Kackhörnchen zu tun oder hat das was mit Kackhörnchen zu tun? Da kommen wir in einer anderen Sendung drauf. Wir werden uns mit Herrn Steiner und den vergrabenen Kackhörnchen definitiv beschäftigen in der nächsten Zeit, aber nicht jetzt. Könnten wir damit eigentlich den Mond tatsächlich nach 27 Minuten Streaming schon mal zur Seite schieben oder ist da jetzt noch irgendwas, außer dass der Vollmond hell ist und man, wenn was hell ist, nicht gut schlafen kann? Vielleicht noch dieser Hinweis, der glaube ich auch schon im Chat war, dass ja sogar die Smartphone-Hersteller und die Tablet-Hersteller irgendwann reagiert haben und gesagt haben, schaut mal, ihr könnt hier das blaue Licht unseres Bildschirms reduzieren, wenn ihr da draufklickt, weil blaues Licht wohl wach macht wegen Melatonin, war das irgendwie so? Studien belegen, aber dass das keine Wirkung hat. Es gibt jetzt die ersten größer angelegten Studien, Nein. die Hinweise darauf geben, dass das zwar ein nice Feature ist und die Leute vielleicht ein bisschen beruhigt, aber offensichtlich nicht eine so starke Wirkung hat, wie man sich. Und das ist das eine geile Studie, metamäßig? Die sah diese, so schnell hast du keine Metastudien, aber die hatte, glaube ich, eine relativ große Stichprobe und ich sage ja auch, es gibt Hinweise darauf, aber die Wirksamkeit scheint auch eher so autosuggestiv zu sein. Aber andersrum ist so, wenn du so eine Tageslichtlampe hast gegen Winterdepression zum Beispiel, die im Auge ja dann dieses Vitamin D, also indem man es ins Auge hineinfallen lässt, ein Vitamin D produziert. Das macht auch die Haut übrigens viel entscheidender. Also Vitamin D kannst du auch über die, also Licht, Sonnenlicht auf der Haut macht auch schon Vitamin D. Das heißt, deswegen ich muss es nicht unbedingt hier vor mich hinstellen. Nein, es muss schon Kontakt mit deinem Körper und deiner Haut haben, aber dann, also es geht nicht ums Auge, sondern es geht. Ja gut, aber wenn ich jetzt im Winter irgendwo sitze mit meiner Winterdepression und den dicken Norweger-Pulli anhabe, dann ist wahrscheinlich zumindest das Gesicht noch das Einzige. Wollte gerade sagen. Aber das ist ja spannend. Was ich meiner Frau schon in den Ohren gelegen habe, gesagt habe, jetzt mach halt das blaue Licht an. Ja, kein Wunder, dass du nicht schlafen kannst, weil du immer da das blaue Licht an hast. Und dann sagt sie, ich habe doch schon das blaue Licht. Dann sage ich, es schaut aber nicht blau aus. Und das heißt, ich habe die ganze Zeit nur Scheiße geredet wahrscheinlich. Was bei mir wirklich selten vorkommt, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Es kommt ja auch darauf an, was du vom Einschlafen liest. Wenn ich anfange, in irgendwelche Verschwörungs-Twitter-Threads reinzugeraten, dann schlafe ich auch nicht mehr so gut. Das meine ich doch gar nicht. Ja, aber das wirkt auch. Okay. Ja, sicherlich der größere Effekt. Aber das mit dem Mondholz möchte ich nicht ganz unter den Teppich gekehrt sehen, weil das tatsächlich also in der Forstwirtschaft den Teppich möchte ich vor allem sehen. Bedeutung hat. Bitte schön, Entschuldigung. Ich möchte den Teppich gerne sehen, wo du das versuchst.
Ja, genau, da brauchst du großen Teppich dafür. Das ist tatsächlich ein Thema, das wird ernsthaft in der Forstforschung, gibt es da ernsthafte Studien dazu, ob bei Vollmond gefälltes Holz irgendwie haltbarer ist, weil das einfach schon so lange und so fest behauptet wird. Also ich sag mal, aus physikalischer Sicht kann da eigentlich nichts dran sein, aber es ist nicht tot zu kriegen. Also das ist wirklich auch ein, und das ist halt nicht was sozusagen, die jetzt das mit dem weiblichen Zyklus irgendwie so ein Thema für die sogenannten Frauenzeitschriften ist, sondern das ist wirklich ernsthafte Forstwirtschafts Der Versprecher also, war ganz knapp gerade. Alter, war der Versprecher gerade knapp. Und den werden wir vielleicht rausschneiden müssen. Allein, dass ich's erwähnt habe. Erzählt mir den Versprecher später, ich habe ihn nicht mitgekriegt. Gut. Er wird auch nirgendwo irgendwo auftauchen. Und ich glaube, außer mir hat es auch keiner gemerkt. Nur meine Frau hat offensichtlich geguckt und hat nur ganz laut in den Chat geschrieben, ha! Danke. Okay. Alexander Waschkau. Danke. Na, wofür? Macht einfach weiter. Ich komme gleich wieder. Ich mache. Was ist das mit dem blauen Licht, mit der Scheißstudie von dem blauen Ehestreit? Nein, Ehestreit haben wir Gott sei Dank schon lange, lange abgeschafft, beziehungsweise nie gehabt. Aber einen freundschaftlich liebevollen Austausch über jetzt mach heute das blaue Licht aus, das hatten wir schon. Jetzt nimmst du ihr halt mal den Arm, dann musst du nicht ins Handy gucken, dann schlaft ihr gemeinsam kuschelig zusammen ein. Danke, ha, schreibt sie in Großbuchstaben. Danke, Alexander Waschkau. Seine Frau war mir schon immer sympathisch. Ja. Danke, Alexander Waschkau, auch dafür. Okay, können wir bitte ganz schnell das Thema vom blauen Licht... nicht, dass wir da jemals drüber geredet hätten, Schatz. Ein Satz noch zum Mond. Und dann zum Mond gerne, ja. Zum blauen Licht weniger, zum Mond übrigens, wir verbieten uns untereinander übrigens abends im Bett auch das Handy. Jetzt leg das Handy weg. Aber du guckst doch auch nach. Ja, weil du kannst nicht schlafen. Also wir kennen diese Aber Dialoge. Du legst zuerst auf. Ja, genau. Du schreibst mir immer schlechte Wortspiele noch nachts. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, Alexander. Nee, tu ich? Ja. Ich Schlaftexte? Mhm. Spannend. Die sind alle schlecht, diese Wortspiele. Erzähl mal, Alexa, was wolltest du über den Mond sagen? Ja, also nee, das war so nur so ein persönlicher Gedanke, als ich mir das heute alles nochmal angeguckt habe mit Mondkalendern und Mond in der Esoterik und Haare schneiden und ich weiß nicht was alles. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, das ist auch so eine Sehnsucht irgendwie nach mehr Naturverbundenheit, weil wir im Moment, also vor allen Dingen jetzt in Städten und so weiter, so entfremdet sind der Natur, dass wir echt so das Gefühl haben, wir müssen wieder so ein bisschen so den Turn kriegen mit einem naturverträglichen Leben. Und da hilft so ein Gefühl, sich dem Mond anzupassen, vielleicht auch manchen Leuten. Also es ist halt auch nur so eine Illusion, weil diese ganzen Regeln halt irgendwie Quatsch sind und sich teilweise auch widersprechen und unterschiedlichen Systemen entstammen und so weiter. Aber man hat, wenn man irgendwie so die Esoterik-Autoren irgendwie zu dem Thema liest, das Gefühl irgendwie, ja, ich schaue mir dann halt irgendwie die Natur ganz genau an und wende da ganz alte Erfahrung oder altes Erfahrungswissen an. Und wer das dann halt macht und sich anliest und so, hat halt das Gefühl, wieder mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Das kann manchen Leuten vielleicht helfen, aber es ist halt auch ein schmaler Grat, ne, weil du in Wirklichkeit so einem relativ neuen esoterischen System anhängst. Meine Fresse. Da sind wir jetzt zum einen sehr tief in den Mond eingestiegen und zum anderen ist das alles wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so leicht desillusionierend. Genauso wie Alexa das gesagt hat. Also so, dass du, also ich habe so den Eindruck, dass ganz oft, wenn man irgendwie sowas hat, wo man sagt, ja, das ist ja logisch. Ach, das ist doch, das fühlt sich doch richtig an. Mhm. Dass das dann so sich entpuppt als eine jetzt noch nicht mal besonders historische Aberglaubenhaftigkeit, das ist auf eine Art irgendwie schade. Irgendwie ist es auch ganz gut, ehrlich gesagt, aber irgendwie ist es halt dann auch irgendwie traurig, dass man nicht sagt, ja, na, wenn du mal mehr auf den Mond guckst, dann wird es dir auch besser gehen. Das wäre so einfach. Aber die Aberglaubenhaftigkeit braucht ja auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, um überleben zu können, sonst kann sie sich auch nicht ausbreiten. Also wobei es sind natürlich gewisse Dinge, wenn ich mir die Homöopathie oder die Astrologie angucke, dann wundert man sich auch mal. Aber ja. Also können wir den Mond verlassen? Also ich meine jetzt nicht als Mensch, sondern thematisch?
Ja, ja. Ich denke schon, oder? Bis 2024. Ja, genau, dann kommen wir wieder zurück. Okay, genau. Denn unser zweiter großer Themenkomplex ist ja, würde man sagen, Klima und Wetter. Könnte ja, man so sagen. Wetterfühligkeit vielleicht. Wetterfühligkeit, die dann Wetterfühligkeit ist so der Hauptbegriff. Aber genau. Ja. Klima kriegen wir nicht mit in unserer Lebensspanne, so als einzelner Mensch. Also deswegen ist Wetter, glaube ich, entscheidender. Ach so, ist denn. Also du kriegst Klimazonen mit und du kriegst auch. Das ja. Was momentan kriegen Klima. Wir auch Klimaveränderungen in unserer Lebensspanne mit. Also zumindest an Gletschern und sowas. Mhm. Also, ja, gut. Okay. Nein, Elwood J. Blues, wir reden jetzt nicht mehr über die Farbtemperatur. Trotzdem danke, aber das muss ich jetzt, ich muss das jetzt unterbinden. So interessant ich es finde und so schrecklich es ist, dass ich vielleicht nicht recht haben könnte, was wirklich, da ich wirklich so selten eigentlich in solchen Sachen recht habe, dachte ich, das wäre das eine Ding, was ich weiß. Vielen Dank. Tut mir so leid. Nee, es tut dir einen Scheiß. Gut, also gehen wir wir machen das zu lange schon. Die Wetterfühligkeit. Hier ein Beispiel aus meiner Familie. Mein lieber Bruder Nico wurde mal tatsächlich von einem Pferd ins Gesicht getreten, was man ihm äußerlich nicht mehr ansieht und auch von allen restlichen Funktionen, die er so hat, überhaupt nicht, Gott sei Dank. Es war knapp am Tod vorbei, aber dann doch ist alles glimpflich ausgegangen und es war wirklich ein schrecklicher Unfall. Und da unten, dieses Unterkiefer war also einfach nur noch Brösel und wurde dann vermittels diverser metallischen Legierungen wieder hingedengelt. Und mein Bruder sagt, wenn sich das Wetter ändert, spüre er, habe er irrsinnige Kopfschmerzen vom Kiefer kommend. Jetzt ist die Frage, ist das auch dieses Confirmation-Bias-hafte von wegen, ich habe Schmerzen, das Wetter ändert sich, daran liegt es? Oder gibt es da irgendwie einen möglichen kausalen Zusammenhang, wie ich in unserer Messenger, lustigen Messenger-Gruppe just schrieb, von wegen, dass sich vielleicht das Material Knochen und das Material Eisen verschieden schnell ausdehnt, so wenn du diese Gehirnfreeze hast, wenn du Eis isst, weißt du, wo dann der Gaumen schneller kalt wird und dann alles wehtut. Kann das sein, kann das nicht sein? Also zunächst mal das mit der thermischen Ausdehnung kann ich mir aus physikalischer Sicht zunächst mal nicht vorstellen. Also ich glaube den Effekt sofort, ich glaube nur diese Erklärung nicht. Moment, stopp, zurück. Du glaubst den Effekt schon, ja, aber nicht die Begründung der verschiedenen... Mit der thermischen Ausdehnung, mit der thermischen Ausdehnung, okay, danke. Weiter. Ich würde auch behaupten, dass, das kannst du bestätigen, Holm, dass die isolierende Wirkung des Gewebes drumherum um das Metall, dass er alles relativ stabil hat. Also unser Körper ist ja darauf ausgelegt, eine relativ stabile Temperatur auch aufrecht zu erhalten. Das heißt, wir sind ja relativ gut isoliert. Das heißt, Wetter müsste sich ja so drastisch verändern, dass quasi durch die Isolierung der Haut bis zum Knochen hin sich da schon was verändert. Mhm. Das halte ich auch für sehr schwierig. Ich glaube, so sind wir nicht angelegt. Ja. Dann würdest du ja auch innerlich unter Umständen schneller frieren als äußerlich oder so. Da ist ja eine Durchblutung dazwischen. Und genau. Ich habe jetzt auch auf die Schnelle nichts gefunden darüber, wie stark die Temperaturschwankungen im Bereich des Unterkiefers sind. Am größten sind sie, glaube ich, an der Nasenspitze und an den Ohren relativ offensichtlich. Mhm. Aber das so Knochen sind in der Regel, da ist in der Regel relativ viel Durchblutung außenrum. Und die werden auf einer ziemlich stabilen Temperatur gehalten. Und da müsste ja auch der Schmerz am stärksten sein, wenn er im Winter vor die Tür geht. Also beim aus dem warmen Zimmer nach draußen und wieder zurück. Mhm. Das glaube ich jetzt eher nicht. Also diese Reaktion auf Wetteränderungen wird einen anderen Zusammenhang haben. Okay, den wir aber jetzt auch nicht ergründen können, ohne ihn mal abzutasten oder ins Kernspin zu schieben und dann mal heiß und kalt zu machen. Ja, gut, also... Wäre lustig, also einfach es so gibt, mal. Es gibt ja ein ganzes Forschungsfeld, Biometeorologie, wo man sich über sowas Gedanken macht. Mhm. Man muss nur leider sagen, dass die Studienlage dazu nicht so wahnsinnig... Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil also ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich diese Studien für schlecht halte, sondern es ist quasi Pionierforschung. Es ist ein Forschungsfeld, wo ganz, ganz wenige Leute überhaupt, das sind vielleicht in Deutschland immer dieselben zwei, drei Namen, zwei, drei Leute, die da mit festen Stellen überhaupt an diesen Themen arbeiten. Dann kommt ab und zu mal irgendein Doktorand vorbei und das ist das Forschungsfeld, ja. Mhm.
Und dementsprechend machen die halt ganz viel so Sachen, wo halt Leute Tagebücher, Schmerztagebücher führen und das dann hinterher mit diversen Wetterparametern abgeglichen werden. Und da gibt es durchaus Tendenzen drin, die auch sozusagen über das ganz Offensichtliche hinausgehen. Also man stellt beispielsweise Migräne und Kopfschmerzen eine Häufung vor, wenn eine Warmluftzufuhr ist. Ja, also bei Warmluftadvektion, wie das in der Meteorologie heißt. Also wenn, da hast wenn du es jetzt nicht erklärt, sondern noch komplizierter gemacht. Bitte? Du hast es jetzt erklärt, indem du einen noch komplizierteren Begriff verwendet hast. Ich hatte es vorher versucht, einfach zu machen. Ja, also wenn warme Luft zuströmt. Ah, guck mal, hier, der Krapf weiß sofort, bing, alles klar. Warme Luft. Oder Herzprobleme und Asthma treten typischerweise, und das ist dann schon, gerade beim Asthma würde ich sagen, weniger spektakulär, treten typischerweise dann auch, wenn Kaltluftzufuhr auftritt. Also, aber das sind so, da ist man also weit davon entfernt, die Wirkzusammenhänge wirklich verstanden zu haben. Da geht es eigentlich noch mehr darum, erstmal zu zeigen, sind diese Effekte eigentlich, für welche Indikationen sind diese Effekte eigentlich echt und sind die belastbar? Okay. Aber jetzt schreibt der ganz kurz, Alexa, sonst haut mir der ab hier, das Grünkohlwiesel, auch ein sehr schöner Name übrigens. Bei Föhn, hab Blutdruckprobleme, die wir nicht anzweifeln, kann messen, dass der Blutdruck von 80, 120 zu 90, 145 im Schnitt austickt bei Föhn und ich Kopfweh bekomme. Es sei dahingestellt, ob das der Föhn ist oder der Luftdruck oder der Wetterumschwung oder das Ganze, auch der Föhn bedingt, ich bin kein Meteorologe. Meteorologe, nicht mal das kann. Ja, also ich. Was sagen wir denn dazu? Also da gibt es, also zunächst mal dieser ganze Komplex Luftdruck. Also diese Wetterfühligkeit gibt es im Wesentlichen zwei Dinge, an denen man da, zwei Parameter, mit denen man da, die da offenbar, oder die da einen Einfluss zu haben scheinen. Das eine ist die gefühlte Temperatur. Also so die gefühlte Temperatur ist ja nicht was Gefühltes in dem Sinne, was Subjektives, sondern die gefühlte Temperatur sozusagen gibt an, wie viel Wärme verlieren wir eigentlich an unbekleideten Körperstellen nach außen. Also wenn es viel Wind ist, kühlen wir ja tatsächlich schneller aus. Das ist nicht nur gefühlt. Oder wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, verlieren wir weniger Wärme. Also das ist die gefühlte Temperatur und das andere ist tatsächlich der Luftdruck. Und zum Föhn gibt es da noch mit die meiste Forschung. Und da gibt's auch, habe ich auch eine Studie gefunden, die auch tatsächlich insofern ziemlich solide ist, als sie zumindest einseitig verblindet ist und unter Laborbedingungen hergestellt worden ist. Man hat nämlich ein Gebäude genommen, wo man über die Klimaanlage den Luftdruck wirklich manipulieren konnte. Ui. Und hat sich dann praktisch die Leute, ohne dass sie wussten, was gerade mit dem Luftdruck passiert, berichten lassen, wie sie sich denn fühlen. Ah. Und da hat man also festgestellt, also wenn der Luftdruck sich sozusagen normal langsam verändert, da kommen wir ganz gut mit klar. Also weil das ist ja auch was eigentlich dauernd überall und dauernd passiert. Auch wenn kurze Luftdruckspikes sind, dass mal der Luftdruck kurzzeitig ansteigt, weil jemand gerade das Fenster aufreißt oder weil irgendwie eine große Windböe kommt, können wir auch gut. Wo offensichtlich zumindest Menschen, die sowieso ein bisschen Kreislaufprobleme und sowas haben, wo offensichtlich am ehesten Probleme auftreten, ist, wenn der Luftdruck sozusagen in so einem Zyklus von so 2-3 Minuten bis 5 Minuten schwankt. Aha. Weil dann offensichtlich unser Blutdrucksteuerungsmechanismus irgendwie sagt, okay, jetzt muss ich den Blutdruck erhöhen, das hat ein paar Minuten Nachlauf. Bis dahin geht der Druck aber wieder runter. Ah, okay. Und dann passiert offenbar, aber das ist so ein bisschen jetzt die Erklärung, mit der man sich das erklärt in dieser Studie. Eine Phasenverschiebung. Sowas, dass der Körper irgendwie sagt, Moment, jetzt muss ich den Blutdruck erhöhen, scheiße, ich muss ihn schon wieder senken, scheiße, jetzt muss ich wieder hoch. Jetzt fühle ich mich verarscht. Irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich was Schlechtes gegessen? Und dann reagiert man eben mit Kopfschmerz. Ja. Kopfschmerzen ist, wenn der Körper sich verarscht fühlt vom Föhn. Haupt nicht verstanden. Es ist ja im Prinzip passiert ja das Gleiche mit dem Gleichgewichtsorgan, wenn sozusagen Sehen und Bewegen nicht zusammenpassen oder sowas. Dann passieren halt krass, Probleme. Super spannend. Ich würde jetzt gerne noch was zur Ehrenrettung. Wir müssen erst die Alexa dran nehmen. Ja, nee, das hat sich fast schon erledigt jetzt. Ich wollte nämlich vorhin die Frage einwerfen an Holm, weil er, oder du Holm, hattest ja Fallstudien eher beschrieben, ob man zum Thema Wetterfühligkeit überhaupt Verblindete, wenn gar überhaupt doppelt verblindete Studien machen kann. Jetzt hattest du eine einseitig verblindete immerhin beschrieben, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, wie müsste das Studiendesign aussehen, um das halt
doppelt verblindet zu testen. Das ist ja. Wer von euch kann das total einfach erklären, einfach und doppelt verblindet? Also einfach verblindet in dem Fall wäre, dass wahrscheinlich die Probanden nicht wussten, ob sie in der Versuchs- oder in der Kontrollgruppe sind. Doppelt verblindet wäre es, wenn der Durchführende das auch nicht weiß. Und dann gibt's dann nicht noch die Stufe drüber, dass der irgendwie, doppelt verblindet höchstens, ne? Randomisiert, oder? Also das, ja, genau, dass es zufällig in die Gruppen eingeordnet werden. Genau. Also genau gleiche Leute zufällig in die beiden Gruppen. Also denkbar wäre das, du musst halt die Leute in eine Klimakammer sperren und der Arzt, die sich dann automatisch entweder verändert oder nicht verändert, so wie Holm das beschrieben hat. Und dann sagen wir mal, wir haben einen Arzt, der dann einen Fragebogen ausfüllt und eine Diagnostik mit den Menschen in dieser Klimakammer macht und der dürfte halt nicht wissen, was da gerade passiert worden ist. Das wäre dann schon relativ dicht dran. Okay. Dann ist aber die Frage natürlich, die du dann wieder hast, wie ist denn die Übertragbarkeit einer solchen Klimakammer, wenn es die denn überhaupt gäbe, dass man das sinnvoll machen kann, zur Realität und wie ist das im Gebirge versus am Meer? Und also da, das ist natürlich extrem schwierig. Aber zur Ehrenrettung deines Bruders kann ich sagen, ich habe so diverse gebrochene Knochen in meinem Körper und ich neige auch dazu, dass ich dann immer denke, wenn mir irgendwie der alte Armbruch wehtut oder irgendwelche gebrochenen Zehen, die ich mal hatte, die fangen dann irgendwann mal an, einfach weh zu tun. Ich habe da keine Erklärung für. Natürlich kommt dann immer so, ist was mit dem Wetter. Das heißt, ich habe auch keinerlei Erklärung dafür. Gefühlt sind die Tage genau gleich. Also beim Arm habe ich jetzt nicht mehr mit der Maus rumgehantiert als sonst oder mehr geschrieben oder mehr Computer gespielt oder sonst irgendwas gemacht. Trotzdem gibt es eben Abende, wo ich abends im Bett liege und mir tut dieser uralte Armbruch richtig doll weh und Tage, wo das nicht so ist. Und ich weiß halt auch nicht, wo es herkommt. Und akzeptiere das aber auch, dass ich mir das nicht erklären kann. Erklärst es dir aber trotzdem so also heimlich manchmal, ein bisschen vielleicht mit dem Bett. Ich habe halt Hypothesen und ich müsste dann tatsächlich, das ist ja das, was ich selber gerade schon wieder gesagt habe, im Tagebuch führen. Ich müsste jetzt einen Zettel nehmen und aufschreiben, müsste eigentlich auch Revue passieren lassen, was hast du denn den Tag über gemacht und würde vielleicht dann sogar zu der Antwort kommen für mich persönlich. Also die biometeorologischen Auswertungen sagen, das könnte am ehesten bei Warmluftzufuhr passieren. Was ist denn der Föhn genau? Erklärt das bitte dem Bayern, der genau drin wohnt. Die Schwankungen des Luftdrucks, genau das ist nämlich genau das, was bei Föhn passiert. Also Föhn zunächst mal ist Wind, der über Berge weht. Haben wir beides? Wie romantisch. Deswegen hat man in Bayern den Föhn halt bei Südwind. Und das kommt, da verstärkt sich sozusagen ein Effekt von Föhn. Also das Südwind ist ja eh schon warm. Was wenn Wind über Berge weht, dazu kommt, ist, dass die Luft ja an den Bergen aufsteigen muss, dann regnet es auf der Seite, wo die Luft hoch muss, regnet die Luft ein bisschen ab, also dann verliert sie häufig auch noch Wasser und kommt dann hinten trocken und zusätzlich warm wieder runter. Da gibt es also in Kalifornien den Santa Ana Wind und also es gibt es eigentlich überall, wo Wind über Berge strömt, ist auf der Windschattenseite, dass man diese Warmluft, also wir reden hier in Frankfurt auch von Taunusföhn, wobei der nur dazu führt, dass die Wolken mal ein bisschen aufreißen, bei Nordwestwind. Was schön ist, weil wir haben viel Nordwestwind. Also, aber das freut mich. Und also das ist so die eine Geschichte, dass vor allen Dingen bei Nordwestwind regnet es meistens viel, deswegen bei Nordwestwind Föhn zu haben, ist viel besser als bei Südwind Föhn zu haben. Dann freut mich das. Aber es ist natürlich nicht viel Föhn, weil das sind ja nur 700-800 Meter. Aber an den Alpen ist der halt sehr deutlich, dieser Föhn. Und das passiert wohl offensichtlich auch so, dass da so ein Wellen, man sieht das auch in den Wolken, dass hinter den Bergen dann so ein Wellenmuster auftaucht bei Föhnwinden. Und das geht wohl einher mit diesen Luftdruckschwankungen. Also die sind typisch für Föhnwetterlagen und führt letztlich vermutlich wohl dazu, dass bei Föhn sehr, sehr viele Leute über Kopfschmerzen klagen. Also das meine ist Tiroler tatsächlich Familie, etwas, was es gibt. Ja, bitte. Also meine Tiroler Familie sagt immer, dass die Tiroler bei Föhn immer verrückt Auto fahren. Wobei ich jetzt sagen muss, dass die Tiroler auch sonst nicht gerade durch eine defensive Fahrweise. Kann ich bestätigen. Tirol ist ja eher andere Seiten des Alpenkamms. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich eine Studie noch gefunden. Das ist aber jetzt sozusagen die Art von Studie, die es in der Richtung wesentlich mehr gibt. Da hat man sich die Rettungsdiensteinsätze im Großraum München angeguckt. Ach, okay. Und hat das versucht mit Wetterlagen zu korrelieren. Und hat da unter anderem, die Frau Wanker, die das gemacht hat, hat dann also wirklich unterteilt nach unterschiedlichen Einsatzarten, also
Und kam dann also darauf, dass es bei Föhn wohl tatsächlich mehr Schlägereien gibt, aber weniger Unfälle. Was? Okay. Ja, also man muss aber jetzt zu diesem Studiendesign dazu sagen, und wieder, ich will nicht sagen, das ist eine schlechte Studie. Das ist halt wirklich so eine Suchstudie, wo man einfach mal guckt, man guckt ganz viele Parameter an und guckt, wo könnte denn was sein? Und eigentlich müsste man in dem Moment, wo man weiß, da könnte was sein, also es könnte sein, dass bei Föhn tatsächlich die Verkehrsunfallzahlen runtergehen. Und dann müsste man eine Studie dazu machen. Im Großraum München müsste man dann mal angucken, okay. Und wie sieht denn das im Großraum Wien aus und vielleicht im Raum Basel-Mühlhausen. Da muss man dann halt Daten von 3 Polizeidienststellen auswerten, das wird dann schwieriger. Aber man müsste dann erstmal gucken, gibt es den Effekt eigentlich tatsächlich, den man da gefunden hat? Oder ist das irgendein Artefakt, der halt genau in den 2-3 Jahren, die man da angeguckt hat, in München zufällig so war? Und da schreibt der Phyllis Paul, ich weiß nicht, ob das französisch ausgesprochen wird und wenn es so wäre, wie man es ausspräche. Meine Freundin, ihres Zeichens Hebamme, beobachtet, wie auch ihre KollegInnen, dass bei Gewitter häufiger Blasensprünge auftreten. Also die Fruchtblase platzt. Und dass bei Wetterumschwüngen die Wehen einsetzen. Habt ihr dazu nähere Infos? Was jetzt implizieren würde, dass das so stimmt, was ich nicht bestätigen könnte jetzt. Aber das steht jetzt hier erstmal so da, als wäre das so. Also es gibt, ich sag mal so, es gibt, so nix. Ja, es gibt ja, oder es gab lange die Behauptung, dass ja bei Vollmond mehr Kinder geboren werden als bei anderen Monden. Mhm. Und da hat es dann tatsächlich mal eine sehr große Studie gegeben, wo man sich das einfach angeschaut hat, retrospektiv, und festgestellt hat, das ist nicht so. Und auch hier ist natürlich jetzt die Frage, dass die Hebammen das glauben, dass das so ist und so wahrnehmen, ist gesetzt, sonst wäre jetzt ja dieser Kommentar nicht gekommen. Auch hier müsste man jetzt anfangen, Strichliste zu führen. Also, welche Wetterlage, bei welchem Eisprung habe ich da vielleicht nur was erkannt? Oder ist das so ein tradiertes Wissen, was ich schon bei meiner Ausbildung von meiner Lehrhebamme übernommen habe, und ich bestätige das immer wieder, weil ich es ja genauso erlebe, und all die Fälle, wo die Fruchtblase platzt und es eben kein Gewitter gab, die vergesse ich dann auch gerne wieder. Das wäre auch gar nicht schlimm, sondern auch psychologisch gesehen völlig normal. Aber da hilft nur eins, Strichliste führen. Und es gab eben Ärzte in dieser Studie, Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die hätten Stein und Bein geschworen, dass das so ist, dass bei Vollmond mehr Kinder geboren werden. Und nach der Studie waren sie selber völlig überrascht, dass ihre Wahrnehmung sie da einfach ein Stück weit betrogen hat. Okay. Die haben das auch geglaubt. Und der Olaf Keil, warum es nicht so ist, jetzt sage ich, warum es trotzdem so sein könnte. Ja. Okay. Weil natürlich ein Gewitter ist ja schon eine Extremwetterlage. Ja, das heißt, Wetter. Ich habe typischerweise gerade bei Sommergewittern ist es in der Regel heiß und schwül. Also eine hohe Luftfeuchtigkeit muss ich schon mal haben, damit das Gewitter überhaupt entstehen kann. Und eine relativ starke Sonneneinstrahlung, wenn ich nicht gerade so einen Kaltlufteinbruch habe. Also bei den typischen Sommergewittern ist es vorher heiß und schwül. Und dann innerhalb von ein paar, eigentlich meistens einer Stunde oder sowas, habe ich starke Windböen, ich habe einen Luftdruckabfall, ich habe eine starke Abkühlung. Das heißt, das ist auch was Leute auch unter Stress setzt. Genau. Und dass das auf das Einsetzen von Wehen einen Einfluss haben kann, ist für mich vollkommen plausibel und nicht überraschend. Insofern nicht unwahrscheinlich. Olaf Keil, der auch auf Facebook immer auffällt mit sehr viel fundierten Walls of Text, die mich manchmal beeindrucken, allein schon ob ihrer Länge, aber oft auch ob ihres Recherchegrades. Luftdruck und Luftfeuchte, schreibt er, können Einfluss haben. Luftdruck kann sich auf hautnahe Kapillaren auswirken. Luftfeuchte auf statische Elektrizität. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Mal gucken. Wetterwechsel spüre ich im rechten Knie seit 15 Jahren, seit 3-4 Jahren Kopfschmerzen an den Schläfen vor starken Gewittern, was ein bisschen so in diese Richtung gehen würde. Luftfeuchte auf statische Elektrizität? Also klar, wenn ich natürlich sehr trockene Luft habe, dann können sich Oberflächen eher statisch aufladen als bei feuchter Luft. Ich bin aber nicht davon. Ja. Wir haben vor einiger Zeit, als es so trocken war, ständig von den Katzen eingewischt gekriegt. Ach so, ständig. Ja, und die Katzen fanden das auch nicht lustig. Die wollten am Ende nicht mehr gestreichelt werden, weil die immer eingewischt gekriegt haben. Da war es halt 14 Tage total trocken hier in Hamburg. Ja. Okay. Bitte fahren Sie fort, Herr Hümmler. Aber Luftdruck ist tatsächlich, und das wirkt sich nicht nur auf die Kapillaren aus, sondern auf unser gesamtes Blutdruckregelsystem. Also man muss sich ja verdeutlichen, das, was meine Ärztin da misst, wenn ich da hingehe und sagt, sie haben 80 zu 120, das ist ja nicht der absolute Blutdruck, sondern das ist die Differenz des Blutdrucks zum Atmosphärendruck.
Und der Atmosphärendruck, also das 80, 120, das sind Millimeter Quecksilber oder Torr, das ist also eine ziemlich antiquierte Maßeinheit, die gibt es aber in alten, auf alten meteorologischen Instrumenten und in alten, also selbst nur 50 Jahre alten meteorologischen Publikationen taucht das immer noch auf, dass Luftdruck in Torr angegeben wird. Ein typischer Luftdruck ist so 760 Torr. Und da sieht man also, unser Blutdruck, wie gesagt, so 80 diastolisch, also wenn der untere Wert des Herz sich ausdehnt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass dieser Luftdruck von durchschnittlich irgendwas um die 760 Torr, aber mal innerhalb von 2 Tagen locker mal um 30 Torr sich verändern kann, dann, und dass unser Blutdruckregelsystem das ja irgendwie mitgehen muss, dann ist klar, dass das nicht nichts ist. Und ja, es gibt Teile des, also was so die Durchblutung der Kapillaren angeht, da kommt es eben auf das Verhältnis von Blutdruck zu Außenluftdruck an. Aber für gewisse Vorgänge in den Zellen ist auch tatsächlich auch der absolute Blutdruck entscheidend. Und wenn wir jetzt sehen, dass das Dinge sind, die sich um 30 Einheiten verschieben. Also 30 Torr ist der Abstand zwischen leichtem Bluthochdruck und einem auffällig niedrigen Blutdruck. Ja. Das ist also praktisch die gesamte Bandbreite des Blutdrucks, den wir sozusagen bei halbwegs gesunden Menschen noch sehen, ist komplett tritt auf zwischen einem Hochdruckgebiet und einem Tiefdruckgebiet. Du hast es jetzt wirklich geschafft, einen Monolog zu halten, der gleichzeitig interessant und langweilig war. Das finde ich total beeindruckend. Ja, gut. Das, ja, war interessant. Die interessanten Teile rauszugreifen. Genau. Und, bei mir ist, glaube ich, ich habe immer das Problem, aufgrund meiner schwindenden Aufmerksamkeit oder der Aufmerksamkeitsspanne eines mittelgroßen Eichhörnchens, dass ich glaube, Schmetterling, wenn Worte, bei mir ist es so, wenn die gleichen Worte, also wie zum Beispiel jetzt Blutdruck, zu oft vorkommen, passiert in meinem Hirn etwas, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, Blutdruck. Blutdruck. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hatte jetzt wirklich, ich musste mich total konzentrieren. Ich habe dir gefolgt und ich höre dir gerne zu und ich finde es toll, wie du erklärst. Aber es war in dem Moment jetzt plötzlich wurde es anstrengend. Warum? Vielleicht, ja, ich glaube, es ist einfach dieses. Weil es spät am Abend ist und das schon auch komplex ist und wenn wir Dinge vernünftig erklären. Ihr erklärt Dinge immer sehr gut und vernünftig und da muss man halt ein bisschen konzentrierter sein als so der gealterte Comedian. Das ist tatsächlich eine Herausforderung auf meine alten Tage. Der die Kommentare mitlesen muss im Chat gleichzeitig. Leute. Das könnte ich überhaupt nicht. Ich kann es ja eigentlich auch nicht. Das ist ja mein großes Problem. Ich muss es aber. Und es sind so viele spannende Sachen. Da schreibt der Rheuma, weil das eine Eingangsfrage war. Die haben wir ein bisschen weggebügelt, weil wir beim Mond waren. Also Rheuma durchaus gibt es da Hinweise, dass insbesondere nasse und kalte Wetterungslagen einen negativen Einfluss auf Menschen mit Rheuma-Erkrankungen haben. Das heißt, das kann tatsächlich eine fördernde Maßnahme sein. Deswegen ist es ja auch im Winter schlimmer. Oder aber viele Rheumakranke berichten ja, wenn sie in gemäßigte Zonen fahren, um zum Beispiel Urlaub zu machen oder Kuren zu machen, dass es ihnen dort besser geht. Das hat durchaus was damit zu tun. Und Asthma, trockene Hitze, eher. Genau. Ich muss das vorlesen, das ist spannend. PK Bionic schreibt, hallo zusammen. Hallo. Ich habe regelmäßig bei Föhn Kopfschmerzen. Ein Schweizer Wissenschaftler hat dann behauptet, es gäbe keine Zusammenhänge. Da ich ein Jahr lang ein Kopfschmerztagebuch geführt hatte, konnte ich die Kopfschmerztage mit den Föhntagen vergleichen. An 3 von 4 Tagen, an denen ich Kopfschmerzen hatte, war auch Föhn. Okay. Gut, das würde ja durchaus zu der Erklärung passen. Wahrscheinlich, PK Bionic, warst du noch nicht da, als der Holm das erklärt hat, wo wir uns eigentlich, wo er sich mit sich und wir dann mit ihm einig waren, dass das tatsächlich sein kann, dass da ein Zusammenhang entsteht. Und also Kopfschmerzen korreliert statistisch mit Warmluftzufuhr und Kopfschmerz korreliert also wirklich in der Laborbedingungsstudie mit Luftdruckschwankungen. Und bei Föhn hast du beides. Also das. Und dann kommen wir direkt. Nicht wahnsinnig überraschend. Okay. Dann kommen wir. Mir ist übrigens noch was aufgefallen zum Thema, was ich vorhin gerade gesagt hatte mit den Verkehrsunfällen. Ja. Also, dass es bei Föhn weniger Verkehrsunfälle gibt, also statistisch wirklich in der Münchner Studie weniger, kann natürlich die ganz banale Ursache haben, dass bei Föhn kein Glatteis ist. Also, und es regnet bei Föhn auch in der Regel nicht. Ja, schlicht und einfach. Also.
wie gesagt, man darf immer das Offensichtliche nicht vergessen. Das wollte ich dann auch gerade nochmal zu 3 von 4Kopfschmerztagen passend zum Föhn auch nochmal anmerken. Es ist dann mal spannend, nochmal zu gucken, was ist denn sonst so gewesen an den Tagen. Das heißt, jetzt hat er ja sehr genau auf den Föhn geschaut. Der mag einen Einfluss haben, aber es sind ja immer noch ein Viertel der Kopfschmerztage nicht erklärt. Da wird es natürlich spannend, was hast du da gemacht an den Tagen? Hast du lange vorm Rechner gesessen? Hast du zu wenig getrunken? Oder hat er vielleicht von den 4 Tagen... oder sie, an den 4 Tagen, wovon 3 Föhn war, trotzdem auch an 2 zu lange am Computer gesessen. Oder an allen 4 Tagen zu lange am Computer gesessen und an 3 davon war Föhn. Das heißt, es gab natürlich in meiner Münchner Zeit auch Leute, die bei Föhn halt zum Aumeister gegangen sind und 2 Maß getrunken haben und dann Kopfschmerzen hatten. Also das ja, seltsam. Ich auch nicht ausschließen. Die Föhnmaß. Ja. Also soll nur heißen, auch wenn man das überprüfen möchte, man muss immer versuchen, sich hypothesenfrei natürlich zum Thema zu nähern, super, weil sonst schwer. Ist das Bild... Ja, ohne Grundannahme. Ja, das ist total schwer, aber es grenzt natürlich sonst aus dem Blick ein. Meine Fresse. Wie ist das mit dem Zusammenhang zwischen Wetter und Depressionen oder depressiven Verstimmungen, schreibt Squirrel 1976, Herr Psychologe. Durchaus vorhanden. Also Depression ist ja sowieso eine ganz merkwürdige Erkrankung. Ganz viele Einflüsse. Also das klingt ganz bescheuert, aber Sport machen hilft bei Depressionen, rausgehen hilft bei Depressionen generell. Kann aber nicht jeder, je nachdem in welcher Phase der Erkrankung man sich befindet. Und wir haben das Thema Vitamin D schon angeführt. Vitamin D scheint einen großen Einfluss zu haben. Allerdings funktioniert es eben nicht, die ganze Zeit Vitamin D-Tabletten zu futtern. Das muss das vom Körper hergestellte Vitamin D sein. Ne? Exakt. Und das ist natürlich dann ein Einfluss insofern, als dass, wenn es sonnig ist oder die Sonne scheint und man dann auch sich dem Sonnenlicht ein Stück weit aussetzt, das einen positiven Effekt haben kann. So muss man es formulieren. Und wenn es natürlich im Winter wenig Sonnentage gibt und auch die Zeit, in der die Sonne scheint, weniger ist, gibt es halt die berühmte Herbst- oder Winterdepression. Und das ist also nicht erfunden, sondern die gibt es. Mit Sicherheit auf diesen Einfluss hat es eine Auswirkung. Super spannend hier gerade. Wieder meine Biometeorologie-Studien dazu. Also danach hat wieder auch die Warmluftzufuhr hat einen ungünstigen Einfluss auf Depressionen. Also begünstigt Depressionen, wobei man dann sagen muss, Warmluftzufuhr heißt nicht notwendigerweise, dass die Sonne scheint, sondern meistens, dass man so eine graue Wolkendecke irgendwie so hat. Okay. Livisi, nehme ich jetzt an, spricht man das aus, schreibt etwas unter dem Stichpunkt Randnotiz, was ich gar nicht so randnotizesk finde. Unter Menschen mit Diabetes hält sich hartnäckig der Mythos, im Sommer bräuchte man wegen der Wärme signifikant weniger Insulin. In Wirklichkeit fällt es im Sommer schneller auf, wenn das Basal-Bolus-Gefüge nicht passt, weil weniger gegessen wird, zumindest weniger Kohlenhydrate. Und passend tut es aufgrund veralteter Annahmen zum Verhältnis Basalinsulin zu Mahlzeiteninsulin leider bei vielen nicht. Ich glaube, ich habe es so grob durchdrungen. Das heißt also hier, dass auch wieder eine Beobachtung gemacht wird. Was sagt denn, die Einstellung wird auf die Ursache im Sommer besser oder schlechter? Nochmal bitte? Was sagt denn, die Einstellung wird im Sommer besser oder schlechter? Man würde weniger Insulin brauchen im Sommer. Okay, aber danach kam ja eigentlich, wäre es eher so. In Wirklichkeit fällt es im Sommer nur schneller auf, weil Basal-Bolus-Gefüge nicht passen würde. Okay. Klingt für mich, der ich überhaupt keine Ahnung habe, total stichhaltig. Toll. Was sagst du? Kennt sich jemand von euch da ein bisschen damit aus? Ich habe mich ein bisschen mit Diabetes mal beschäftigt für eine Publikation. Das klingt nicht unplausibel, aber ich könnte es jetzt nicht bestätigen. Aber das klingt erstmal so plausibel, wie es beschrieben wird. Ist auch, dass mehr Flüssigkeit ja auch einen Einfluss hat. Also vielleicht trinkt man unterschiedlich viel im Sommer. Also das insgesamt das Gefüge könnte einen Einfluss haben. Da können wir jetzt aber nichts Fundiertes darüber sagen, einfach weil wir es nicht wissen. Antiqui schreibt, ich bekomme immer Kopfschmerz, wenn ich die Tweets von einem wahnsinnigen Veganer-Koch lese. Kann mir erklären, warum? Das ist sehr gut nachvollziehen. Ja. Das ist total plausibel. Ja, das ist nicht. Internetklima, das hat ganz klare Auswirkungen. Schreibt auch, der Raubfriese ist eine Allergie. Oder so. Ja, okay. Oh Mann, also heute geht's hier, es ist wirklich erstaunlich. Wir hatten tatsächlich gefühlt mal wieder natürlich bei so monströsen Themen wie QAnon und so weiter lange nicht so einen regen Chat wie jetzt gerade. Aber Wetter betrifft QAnon ja auch natürlich jeden, nicht jeden, ne? Betrifft. Also. Ja, eben, genau. Nee, ja. QAnon betrifft eigentlich niemanden. Können wir das an der Stelle? Ja, das ist nur recht. Ein dämliches Konstrukt. Genauso wie es kam schon ein paar Mal jetzt irgendwie HARP, also Wetter machen, Klima machen und Chemtrails und so. Wir
lassen das alles außen vor, nicht nur, weil es erwiesenermaßen wirklich totaler Bullshit ist, sondern weil es auch jetzt hier nicht wirklich einpasst. Harp ist abgeschaltet, liebe Freunde. Das arbeitet gar nicht mehr, das Harp. Das Harp sind die modernen Wetterhexen. Die große Anlage ist doch deaktiviert, Holm, seit ein paar Jahren, weil die keine Forschung mehr gekriegt haben. Ich hatte damals geschrieben, sie ist abgeschaltet, dann das hat sie die Universität Fairbanks Alaska wieder in Betrieb genommen. Jetzt weiß ich aber nicht, da die Universität Fairbanks Alaska danach in massive Geldschwierigkeiten geraten ist. Ich wollte gerade sagen, ehrlich gesagt nicht, ob es an der Stelle möchte ich mal erwähnen. Die Betriebszeiten waren eh kurz dann. Wir wollten nicht darüber sprechen. Ja, sorry. Du darfst uns nicht solche Brocken hinschmeißen. Ja, Menno. Merlim 2003, endlich nehme ich dich dran. Der hat das schon ein paar Mal jetzt gefragt. Was haltet ihr wissenschaftlich gesehen von Augentrainingstheorien? Ich bin Augenoptiker und denke, es ist Quatsch. Oder ist das der Zeitpunkt dafür? Ich bin Augenoptiker, also denke ich, dass das Quatsch ist. Oder ist das der Zeitpunkt dafür? Das, den letzten Teil der Frage verstehe ich. Augentrainings? Augentrainingstheorien. Augentraining, also dass man das seine Augen trainieren kann. Aber in welchem Kontext? Also generell Augen trainieren. Okay. Ja. Nehme ich jetzt mal an. Es gibt ja auch Augentrainings-Apps und es gibt doch auch diese Brillen, durch die man dann durchguckt mit den Löchern, wo man dann vielleicht schärfer sehen. Das mit der Brille und dem Netz. Mit dem Netz? Oh Gott. Wisst ihr, Augentraining, die Muskeln? Hier sind sehr viele Fragen gerade. Falscher Zeitpunkt, meinte ich. Merlim, es tut mir total leid, ich würde dir so gerne jetzt helfen. Vielleicht falscher Zeitpunkt für die Frage. Vielleicht meint er das so. Also die Frage ist spannend, das müssten wir zum einen recherchieren. Zum anderen würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, das kann eine gewisse Wirkung haben, aber am Ende, deswegen werden wir auch alle irgendwann weitsichtig, sind die Muskeln im Auge einfach irgendwann nicht mehr so flexibel, wie wir das wollen. Die Linse vor allen Dingen. Linse lässt auch nach in der Einstellungsfähigkeit. Das heißt, das wird eine Limitierung haben. Das wäre so meine erste spontane, nicht recherchierte Antwort, aber das müsste man mal nachschauen, was es dafür ich glaube, das ist tatsächlich übrigens interessanterweise ein riesiges Thema, Augen und Sehen und wie das funktioniert und wie das mit der Ermüdung ist und so weiter. Und wie der Zufall so will, habe ich einen befreundeten Augenarzt, der auch sehr gut Saxophon spielt, den ich kenne, weil er gut Saxophon spielt. Mit dem würde ich dann auch gerne mal eine Sendung haben. Ich habe da ein paar Fragen. den holen. Rasterbrille für Augenmuskeln. Ja, okay. Ja, davon hörte ich, dass die werden auch beim Pearl-Katalog immer angeboten, nicht, dass ich den jemals gelesen hätte. Und Bad Shadow 112, ich frage mich wirklich manchmal, wie ihr auf diese Ideen kommt. Ich bekomme immer Kopfschmerzen, wenn mein bayerischer Kumpel wieder über den extremen Sturm schupft. Schimpft wahrscheinlich. Und ich als Norddeutscher mir nur denke, Sturm, das ist doch nur bewegte Luft. Okay, alles klar. Die Hamburger lachen. Okay. Ja, ja. Okay, gut. Wir waren bei Mond, wir waren beim Wetter, haben einen gewissen Zusammenhang hergestellt mit dieser, wie heißt das, einseitig verblindeten Studie? Allein schon die Tatsache. Einfach das war jetzt von den vielen Studien oder nicht so vielen Studien, aber von den paar Studien, die es dazu gibt, war das die, wo ich jetzt sagen würde, die ist methodisch hat am wenigsten Störfaktoren drin. Ja, und die ist auch cool, dass da jemand sitzt, der dann sagt, so, jetzt schalten wir das Ding mal ein Stückchen hoch. Jetzt schalten wir es mal runter. Guck mal, jetzt drehen sie alle durch. Jetzt schalten wir es noch ein bisschen hoch. Das ist lustig. Mach jetzt mal an, sich umzubringen. Guck mal, das ist halt was ganz anderes, als wenn du irgendwie nur sagst, okay, bei welchem Wetter berichten die Leute jetzt bei welchem Wetter rückt die Feuerwehr häufiger auf. Warum haben die bei MK Ultra nicht einfach mit Luftdruck gearbeitet? Das wäre viel einfacher. Warum haben die wer bei was, warum, wie was? Menschen manipulieren, Gedanken manipulieren, Menschen beeinflussen, zu irgendwelchen Super Soldiers ausbilden, man ja einfach irgendwie mit Gedankenkontrolle ausbilden. Genau, Gedankenkontrolle. Damals schon diese digital steuerbaren Smart Home Klimaanlagen gehabt hätten, dann wäre uns... Hätten sich das LSD sparen können. Und das wäre für viele sehr schön und für manche ein bisschen schade gewesen. Ja. Gut. Vor allen Dingen für die gestorben sind bei diesen Studien. Ja, definitiv. Für die wäre es sehr schade gewesen. Andersrum. Also für die ist es jetzt schade, dass es nicht so war. Bitte. Was ich vielleicht noch sagen wollen würde, um aufs Thema zurückzukommen. Gerne, danke. Was wir ja hier gerade haben, und du hast es ja beschrieben, die große Anzahl von Beiträgen auf deiner Facebook-Seite im Chat, den ich jetzt nicht sehe, aber das natürlich glaube, dass da ganz viel gerade abgeht. Saus hier, tack, ist echt krass. Wir haben bisher sehr viel gesprochen über Kopfschmerzen bzw. Migräne, Schlafstörungen und
Blutdruck vielleicht verbunden mit, das nehme ich jetzt mal an, so ein Unwohlsein, vielleicht auch was man fühlt. Also die Veränderung des Blutdrucks fühlt man ja im Grunde genommen nicht, es sei denn, man misst ihn oder er ist so stark im Schwanken, dass man es spüren kann. Mhm. Und wenn wir dann noch eben, so wie ich, so irgendwelche alten Brüche oder Rückenschmerzen oder sowas so hinzunehmen, dann haben wir die häufigsten Befindlichkeitsstörungen, ich habe das schon mal eingangs gesagt, die wir überhaupt bei uns in der Gesellschaft haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viel kommentiert wird, weil das kennen wir alle. Wir alle haben wahrscheinlich irgendwann schon mal Kopfschmerzen gehabt. Wir alle haben schon mal nachts nicht schlafen können und das aber auch nicht erklären können. Also du kannst ja auch mal nachts nicht schlafen, auch wenn du keinen Stress hast, wenn du dich nicht mit deiner Ehepartnerin oder Ehepartner gestritten hat und wenn der Job all super ist und dein Konto randvoll ist, kannst du auch trotzdem manchmal nachts nicht schlafen. Und ich glaube wirklich, dass wir bemüht sind, eine Erklärung dafür zu finden und dann auch ein Stück weit verzweifelt sind. Und wenn man dann anfängt zu suchen, und Holm hat es ja schon gesagt, also wenn er jetzt beim Mond und dem Eisprung anfängt zu suchen, das Netz ist ja voll und es gibt auch Zeitschriften dazu und es gibt tausend Erklärungsmuster, dann neigst du irgendwann dazu, dir das rauszusuchen, was für dich am plausibelsten ist. Und genau, das ist auch wahnsinnig spannend vor dem Hintergrund der Mondkalender nochmal, weil die ja wirklich so ein Regelsystem vorgeben, wenn man daran glaubt und wenn man sich dann daran hält und diese ganzen Regeln befolgt, dann kann ich mir schon vorstellen, so quatschig wie das erscheinen mag, aber dass einem das dann persönlich ein bisschen Sicherheit gibt. Also schwierig wird es natürlich dann, wenn man sagt, irgendwie, ich muss jetzt meine OP verschieben, weil da steht der Mond ungünstig oder so. Ist natürlich wieder die Frage, was da Vorrang haben soll, aber generell. Genau, und dann kommt etwas, ich benutze den Begriff Placebo gar nicht mehr so gerne, sondern die Wirkerwartung. Dann habe ich nämlich irgendwann eine Wirkerwartung, sei es an den Mondkalender oder ans Baldrian, was ich nehme, oder an den Fencheltee oder das Glas warme Milch vor dem Einschlafen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, wenn das hilft in dem Fall zunächst mal, ist das gar nicht schlecht. Also wenn man jetzt sagt, ich finde heraus, wenn ich abends ein Glas warme Milch mit Honig trinke und dann schlafe ich besser, dann mag das an der warmen Milch mit Honig liegen oder es mag einfach daran liegen, dass ich für mich so eine Art Ritual habe, mit dem ich gut schlafen kann. Also ich will alle ermutigen, die sagen, sie haben Schwierigkeiten einzuschlafen. Natürlich kann man auch dann anfangen, zum Arzt zu gehen und unter Umständen bekommt man Schlaftabletten. Mhm. Das ist aber eher so eine Maximallösung. Finde jetzt Homöopathie da auch nicht sonderlich hilfreich. Man könnte ja sagen, dann kann man auch Homöopathika nehmen. Es kostet halt unglaublich viel Geld. Milch mit Honig ist deutlich günstiger im Long Run. Also da kann natürlich jeder suchen nach etwas, was ihm dann hilft. Genauso beim Kopfschmerz. Ich bin jemand, der über viele Jahre unfassbar stark unter Migräneattacken gelitten hat. Die habe ich nicht mehr. Ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich mein Leben verändert habe. Ich habe nicht weniger Stress, als ich früher hatte, aber ich habe anderen Stress. Ich habe ein anderes Leben, was mir mehr Freude bereitet als das Leben, was ich davor gehabt habe. Und ich weiß sehr wohl, trotzdem habe ich immer noch mal Kopfschmerzattacken. Und es gibt auch Tage, da hilft mir gar nichts mehr. Da helfen mir noch nicht mal mehr Kopfschmerztabletten. Ich kenne das und das ist ganz furchtbar grässlich, weil da ist so ein Tag, da stehst du auf und da ist der gelaufen für dich, der Rest des Tages. Und insofern sind das ganz, ganz ernste Dinge. Und trotzdem sollte man nicht so an mein Plädoyer, nicht an übersinnliche Dinge glauben, sondern eher versuchen, für sich selber zum einen auszuloten, wo könnte es denn herkommen und zum anderen durchaus aber dann auch schauen, welche Hausmittelchen helfen mir denn. Und die können für alle unterschiedlich sein. Und das ist aber auch nicht schlimm, dass das so ist. Wie gesagt, man sollte dann nur nicht irgendwann in so einen magischen Glauben abgleiten oder dann das Maß macht's halt, ne? in die Hände von Menschen geraten, die einem dann wieder anfangen, ganz merkwürdige Wirkmuster zu erklären. Sondern man sollte dann wissen, die Milch hilft mir, weil ich glaube, dass sie mir hilft. Und wenn es mir dann aber gut tut, ist das auch in Ordnung. Das ist eben genau diese Wirkerwartung, die man ja auch mal nutzen darf für sich selber. Sollte man sich aber dessen bewusst sein. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist ja ein schmaler Grat tatsächlich. Ne? Dass ich sage, mir tut die warme Milch vor dem Einschlafen gut. Ich bin so kritisch, dass ich weiß, es hat keinen wirklichen Effekt. Ich fühle mich aber trotzdem wohl. Darum ignoriere ich das jetzt mal für einen Moment. Schade, dass es keinen Effekt hat. Hat es irgendwie ja doch. Jetzt schlafe ich erstmal. Naja, Honig ist die Honig Art von ja Gedanken, durchaus, die ich nicht gerne vor dem Einschlafen hätte. Ja, Honig ist ja durchaus auch ein Wirkstoff, der durchaus alte Medizin ja auch verwendet wurde. Also, alte Medizin, damals wieder. Also ich würde jetzt sagen, also Honig hat wahrscheinlich mehr Wirkung auf den Körper als ein Homöopathiker. Leicht antiseptische Wirkung, also schon. Oder? Schaust mich gerade so böse an. Soweit ich weiß, hat die wahnsinnig tolle Haltbarkeit von Honig eigentlich nur mit dem hohen Zuckergehalt zu tun. Andere, Ja. Aber okay. Das, ja.
Das ist auch irgendwie schade. Ich dachte, ich hatte das auch irgendwo gelesen. Es gibt ein paar Substanzen da drin, aber die erklären wohl tatsächlich nicht, warum sich Honig irgendwie über Jahrhunderte... Haltbarkeit war jetzt auch gar nicht mein Thema, sondern... Antiseptik. Ja, aber diese Haltbarkeit wird ja immer mit dem Antiseptischen begründet. Und also keimabtötendes Honig hauptsächlich wie Marmelade auch durch den hohen Zuckergehalt. Spannend. Wisst ihr, das ist das, was ich an euch so mag. Genau so eine Situation, weil ich weiß, dass wie viele, viele andere Gesprächsrunden jetzt ganz anders abgelaufen wären, weil dann die jeweilige Alexa, die ja nicht Alexa wäre, so eine doofe Kuh, dann gesagt hat, ja, aber Moment mal. Und dann der Holm gesagt hat, ja, aber. Und dann hätten wir da 5 bis 10 Minuten hin und her diskutiert. Und was bei euch passiert, und ich finde das sowas von großartig, ist, dass die Alexa sagt, ah, okay. Und das Einzige, was wir sonst tun könnten, wäre ja zu sagen, wir schauen einfach mal nach und recherchieren mal nach. Ihr. Weil wir kennen die Studien ja auch nicht alle auswendig. Weil es euch nicht ums Recht haben geht. Mhm. Das ist der Punkt. Nee. Es geht nicht hier niemandem. Uns geht es überhaupt nicht ums Recht. Ja, ich finde es sogar lustig. Recht. Ja, aber weißt du, ich nicht. Aber bedenkt mal, wie viele Talkshows, wenn wir da kurz in die Metaebene abrutschen, wie viele Talkshows im Fernsehen ablaufen, wo offensichtlich das nicht Recht haben oder das etwas nicht wissen mit einem Gesichtsverlust einherzugehen scheint, den sich dieser Person in dem Moment einbildet. Wobei ich finde, dass nichts oder nahezu nichts mehr Größe vermittelt, als wenn man sagt, wissen Sie was, da habe ich jetzt einfach keine Ahnung. Was natürlich, wenn jetzt der Verkehrsminister gerade über Straßenbahnen redet, ein Problem ist, das sehe ich schon ein. Aber ich finde, das würde allen Menschen grundsätzlich in jeder Diskussion wirklich gut tun, wenn man ab und zu einfach so, wie ihr das wirklich jedes Mal macht, einfach mal bei bestimmten Punkten sagt, weiß ich nicht. Oder muss ich mal gucken oder könnte sein, hört sich für mich plausibel an, weiß ich aber nicht. Also hier an der Stelle jetzt mal ein ganz großer, also ein Applaus von mir, den man hört. Und jetzt bestimmt auch gleich einer, den man hier sehen kann, weil alle Clap, Clap, Clap schreiben. Ich finde das wirklich großartig. Da schreibt auch Neutrumorg, deshalb kann ich Politikerrunde in Talkshows nicht ab, wenn es eigentlich um Fachthemen geht oder und es wissenschaftliche Expertise bräuchte. Gut, klar, da kommen wir natürlich wieder. Die sitzen ja auch in den Ministerien. Ja, eben, das ist auch wieder was Spezielles, das muss man auch wieder sagen, da wäre ich vorsichtig. Also ich habe ja auch mal Politik gemacht, da kannst du halt auch nicht so schnell sagen, wir schauen mal, was dann stimmt. Also natürlich. Du musst ja eine Meinung auch vertreten. Ja, wichtig sind jetzt eigentlich die Kommentare, die jetzt kommen, neben Clap, Clap, Clap und vielen süßen Katzenpfoten kommt Antiqui schreibt Tommy vor Bundeskanzler. Alter Antiqui, du hast so keine Ahnung, wie ich wirklich bin. Und jetzt kommt sehr viel Lob. Das müsst ihr euch nachher bitte alles durchlesen. Ach du liebe. Oh, ich scrolle jetzt gerade sehr lange herunter. So wie Professor Drosten auch immer sagt, wenn es nicht sein Gebiet ist. Clap, 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 clap. Ach, ist das schön. Musst du dann wahrscheinlich rausschneiden, weil es im Podcast sehr selbstverliebt klingt. Ja, genau. Das kann ich drin lassen. Genau, Mara und der Bundeskanzler. Jetzt kommen wir in den Schmarrn rein. Okay, gut. Gibt es noch ein Thema zum oder ein Unterthema zu dieser großen Familie von ich fühle mich heute aua, was wir jetzt vielleicht vergessen haben, was eine blöde Frage ist, weil wenn wir vergessen haben, dann können wir uns jetzt nicht dran erinnern und das auch nicht äußern. Gibt es da draußen noch irgendeinen Zusammenhang, den wir ignoriert haben? Wir haben über Rheuma nur sehr, sehr kurz gesprochen. Mhm. Da hattest du, Alexander, glaube ich, hattest das gesagt, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen Feuchtigkeit und Rheuma? Genau, Kälte und insbesondere kalte Feuchtigkeit hat einen negativen Einfluss. Aber eben, wie Holm ja auch schon so schön beschrieben hat, immer so in diesem Wechselzyklus natürlich stärker und natürlich, also anders. Bei Rheuma hat es einen kontinuierlichen Einfluss, deswegen ist es im Winter zum Beispiel für Rheumakranke nicht so angenehm oder auch gerade im Herbst, wenn er nass ist. Und bei anderen Dingen ist natürlich immer die Frage, wenn ich in einer Wohnung bin, die klimatisiert bin und rausgehe, das hat ja auch einen Einfluss auf den Körper. Das heißt, die Wirkung von solchen Unterschieden können wir ja sehr gut simulieren. Und wir kennen das alle, wenn wir aus dem Zug, also im Hochsommer aus dem ICE, also im Moment fahren wir nicht so viel Zug vielleicht, aber jeder kennt das, rauskommen auf einen total knallerheißen Bahnhof. Da geht der Kreislauf halt auch in den Keller. Und da merkt man halt, dass da das einen Einfluss hat. Also vorausgesetzt, dass in dem ICE nicht schon die Klimaanlage ausgefallen war. Das. Also jetzt schreibt hier German Critical. Leute, eure Sendungen sind geil, dankeschön, aber zieht nicht Dinge in die Esoterik-Schiene, die da nicht hingehören. Aha. Beispiel. Tun wir im Moment doch eigentlich gerade nicht, oder? Ja, tun wir übrigens gar nicht. Also, finde ich. Bitte Beispiel. Ja, also, da musst du ein Beispiel sagen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was das gewesen sein könnte.
Also. Ja. Dieses Thema, Alex, was du angesprochen hast, das ist natürlich auch so ein Confounder. Also wenn wir natürlich sagen, also wir wissen von gewissen Sachen, dass da Kälte eine Rolle spielt. Und klar, natürlich, Polyarthritis ist ein Thema. Aber da ist natürlich dann die Frage, gibt es natürlich noch einen Unterschied zwischen der Kälte in der Wohnung und der Kälte draußen? Und wie viel bin ich jetzt drin und wie viel bin ich draußen? Das ist halt alles sehr, sehr diffus und alles etwas schwer zu untersuchen. Was ich noch gefunden habe. Ich bitte, erinnert euch bitte an Wetter und Narben. Weiter bitte. Narben, okay. Ja. Also zu Narben gibt es nicht so richtig viel gute Forschung, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass sowas wie Entzündungen auf Wetterumschwünge, bei Wetterumschwüngen Symptome machen und Koliken und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Effekte, die durchaus plausibel erscheinen lassen, dass da auch bei Narben Effekte da sind. Was ich noch gefunden habe, was relativ solide mir zumindest erscheint, ist eine Studie vom Klinikum Fulda. Die haben sich nämlich angeschaut, bei welchen Wetterlagen treten Thrombosen am häufigsten auf. Mhm. Und die haben also gefunden, also die hatten zunächst mal so ganz grob nach Wetterkategorien Hochdruck, hatten gesagt, okay, bei Hochdruckwetterlagen gibt es mehr Thrombosen. Das hat man das aber genauer untersucht, bei welchen Hochdruckwetterlagen, hat dann festgestellt, dieser Effekt bei den Hochdruckwetterlagen kam fast ausschließlich von diesen kalten Hochdruckwetterlagen im Winter. Also wenn es über mehrere Tage richtig knackig kalt ist, dann treten vermehrt Thrombosen auf, was ich jetzt auch wieder nicht so irrsinnig überraschend finde. Also Und da will ich ganz kurz einmal reingrätschen. Die Wetterlage ist dann aber nicht kausal wahrscheinlich für das Auftreten der Thrombose, sondern die wäre wahrscheinlich irgendwann auch aufgetreten, weil für eine Thrombose wahrscheinlich auch andere organische Vorerkrankungen natürlich notwendig sind. Aber das Ereignis der Verstopfung dann letztendlich ist wahrscheinlich dann durch Klima bedingt beeinflusst, würde ich mal behaupten. Denn das würde ja sonst bedeuten im Umkehrschluss, dass bei bestimmten Wetterlagen wir alle unter der Gefahr stehen, eine Thrombose zu kriegen. Das würde ich jetzt für eher unwahrscheinlich halten. German Critical hat sich gemeldet. Ein Beispiel wäre die Nummer mit dem Honig gewesen. Die Sache funktioniert, schreibt er, über die Verdauung der Milch und deswegen wird man dann müde. Und das hat dann, so in dieser Erklärung hätte das tatsächlich nichts Esoterisches. Aber ich kann das nicht. Wenn die Milch, über Milch haben wir doch gar nicht gesprochen. Wir haben über die Frage gesprochen, ob Honig. Genau, wir haben darüber gesprochen, dass der Honig nicht. Du sagtest, dass das Antiseptische nicht erklärt, warum er nicht verkammelt. German Critical, die Fressnarkose. Also funktioniert leider auch nicht bei allen, leider, weil sonst wird es ja keine Menschen mit Schlafstörungen geben. Also dann könntest du allen Menschen, die Laktose vertragen, sagen, trink Milch und dann würden alle Menschen gut schlafen. Also das ist genau das Problem. Also es gibt einen Mechanismus, der das erklären kann natürlich, aber der funktioniert leider nicht bei allen und funktioniert unter Umständen auch besser, wenn du merkst, dass es hilft, das hilft mir tatsächlich. Das kann einen Einfluss haben. Verstehe. Du hast es ja auch nicht ins Esoterische geschoben, sondern du hast ja eigentlich hast du ja, nicht das Gegenteil, aber du hast es eben abgewägt. Darum eben auch mein Bandwurmsatz von wegen, es hilft, heißt, es tut mir gut, nicht unbedingt vielleicht aus dem Grund, warum andere Leute das behaupten, aber ich mache es, weil es mir gut tut, was nicht bedeutet, dass das jetzt kausal zusammenhängt. Ich glaube, das war auch mehr ein Beispiel für ein Ritual, was man sich halt irgendwie angewöhnt. Darf auch mal gut und lieb zu sich selber sein und wenn es einem dann gut und geht und man sich lieb fühlt, dann ist das in Ordnung. Und wenn es dann nicht trinken ist oder sonst irgendwas. Außerdem schreibt da Bugsbreed gerade, warme Hafermilch mit Honig tut es ja auch. Auch. Ja, der Bugsbreed, ne? Ja. Der Bugsbreed, kennt ihr den? Der Bugsbreed, also das Wasser vom Bug. Ach, der Bugsbreed, das Wasser am Bugsbreed. Ja. Sicher. Verstehe. Man wird müde durch die Glukose, mehr Blut in den Gastrointestinaltrakt. Okay, jetzt wird's spannend. Dann würde es aber auch bedeuten, wenn ich ein Steak esse, dann muss der Magen besonders viel arbeiten, dann schlafe ich auch gut. Also da gibt es einen feinen Grad, glaube ich. Es ist tatsächlich so, dass der Teil, meiner Teil der Familie hat tatsächlich so diese Tendenz dazu, dass wir nach dem Essen ganz schön müde werden. Also das ist normal. Ja, aber der andere Teil meiner Familie, wie zum Beispiel meine Frau und so, die gar nicht.
Also so gar nicht. Was eben auch für das sprechen würde, was du gesagt hast, dass halt jeder Mensch unterschiedlich ist. Es mag sein, dass es da irgendwie Ausprägungen gibt, die irgendwie vererbt oder was auch immer sind, keine Ahnung. Oder gelerntes Verhalten. Gelerntes Verhalten, wenn der Papa müde wird, sagt dann das Kind, jetzt bin ich aber auch müde. Oh. Oder wie mein Bruder früher sagt, als er ganz klein war, mein Vater hat immer gesagt, ah, mein Kreuz, also mein Kreuz, mein Rücken. Und dann hat mein Bruder halt im Alter von 2 auch so eins der ersten Sachen, die er gesagt hat, mein Deiz. Ja, ja, ohne zu wissen, was ist und auch die Bewegung dazu und dann ja, einfach Mimikrie. Genau, lernen am Modell. Ja. Und ehe sich jetzt irgendwelche Seefahrer beschweren, ich war jetzt selbst gerade verunsichert, aber der Bugspriet ist ein Bauteil am Schiff, das ist nicht also das Wasser. Der Bauteil ist das Bauteil. Ja, das ist das Ding, was vorne, also wo das. Danke. Auf den alten Schiffen vorne vom Bug. Auf den alten Schiffen lag auf dem Bugspriet der Klüferbaum. Genau. Da merkt man, dass ich eine westfälische Landratte eigentlich bin und nur nach Hamburg zugezogen bin. Geht's eigentlich, sprichst du eigentlich das Hamburg gar nicht so schlecht aus? Ja, genau. mit dem Bootskin in der Pflegeausbildung. Da wurde der Mechanismus, es gibt psychisch bedingte Schlafstörungen, die da, oh Gott, nein, da hat sich gerade ein ganz eigener, wieder mal im Chat etwas komplett verselbstständigt. Meine Fresse. Okay, es gibt übrigens auch Leute, die geschrieben haben, ich trinke einen Kaffee und gehe dann schlafen. Also kann auch funktionieren. Mhm. Ja. Paradoxe Wirkung von Stimulantien oder auch physiologisch wirksamen Substanzen gibt es durchaus. Also die Medikamente gegen ADHS zum Beispiel, also wenn man aufgeregte Kinder ein bisschen ruhiger kriegen will, haben einen ganz ähnlichen Wirkmechanismus wie Kokain, was eigentlich erstmal keinen Sinn macht, aber das heißt, nennt man paradoxe Wirkung. Mhm. Und wenn das funktioniert, dass Koffein bei dir paradox wirkt und du pennst, dann ist doch super. Oder du trinkst sowieso generell so viel Koffein, dass es für dich keinen Unterschied mehr macht. Ein paar Leute haben geschrieben, also so wechselnd immer wieder von denen, ja, ich trinke einfach ganz viel Alkohol. Also das mit dem Alkohol, dass man da gut einschlafen kann, erstmal, das scheint ja auch irgendwie so zu sein. Bestimmt korrigiert ihr mich gleich wieder und es nervt mich kolossal. Aber ich glaube mir angelesen zu haben, dass man dann irgendwann wieder aufwacht, wenn der Körper anfängt, den Alkohol im Blut abzubauen oder im Körper. Habe ich mich komplett in die Scheiße geredet oder geht's noch? Im Grunde genommen alles richtig. Also Alkohol. Vielen Dank, das war's für heute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Tommy Krabbeis hat einmal recht gehabt. Sprechen Sie bitte weiter. Anxiolytische Wirkung. Natürlich, die anxiolytische Wirkung. Die hatte ich natürlich. Ich muss das einmal sagen, weil ich das gelernt habe. Dafür habe ich sehr viel Geld bezahlt. also eine entspannende Wirkung und zwar auch wirklich auf den Körper bezogen. Entspannt Alkohol ein ganzes Stück weit. Das heißt, da kann man tatsächlich besser einschlafen. Das ist ja auch ein großes Problem bei Menschen, die psychische Erkrankungen haben, dass die irgendwann anfangen, sich mit Alkohol selber zu medikieren, weil das hilft. Und häufig hat man dann so eine komorbide Alkoholerkrankung bei psychisch kranken Menschen. Du hast beim Hilft gerade übrigens für den Podcast Anführungsstriche angedeutet, ne? Ja, oh ja. Beim Einschlafen schon. Ja, aber nein, es hilft tatsächlich. Wenn ich ein Angstpatient bin und Alkohol trinke, habe ich weniger Angst. Das ist halt gut, dass ich mir damit meine Angst wegtrinke, weil das ganz schlimme Folgen in der Konsequenz hat. Aber viele Menschen fangen an und merken, wenn ich was trinke, geht es mir besser, was meine Erkrankung angeht. Und das ist eher so ein Teufelskreis, anstatt professionelle Hilfe sich zu suchen. Aber worauf ihr eigentlich hinaus wollt. Deswegen kann man von Alkohol besser schlafen. Können wir vielleicht nochmal ein andermal machen, das Thema. Ja. Und dann dehydriert man im Zweifelsfall, wenn man sehr viel getrunken hat. Davon wird man wach. Das macht ja auch den Kopfschmerz. Mhm. Insofern ist das nicht so wirklich ratsam, mit Alkohol schlafen zu wollen. Und viel Alkohol, das wird gerne vergessen, Alkohol hat eine sehr hohe krebserregende Wirkung. Ich sage das mal, auch wenn das ganz böse ist, das zu sagen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Alkohol und Krebserkrankung. Wieso ist das böse, das zu sagen? Ja, die meisten Leute nehmen das ja so als eine sehr entspannte, gesellschaftlich anerkannte Substanz und es hat halt auch einen Preis, wenn man viel Alkohol trinkt. Dazu müssen wir überhaupt mal, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht, ob wir mal einen Talk über Sucht machen oder ob wir wirklich einen Talk über Alkohol machen, weil das ist so ein monströses Thema und es ist so mittendrin in der Gesellschaft und mittendrin. Ganz schlimm. Ja. Fragt man einen Alkoholiker, wie der das findet, dass die ganzen Flachmänner im Supermarkt an der Kasse stehen. Ja. Stell dir einen Junkie vor, der gerade von der Nadel weg ist und da würde es halt Heroin an der Supermarktkasse geben. Fände er auch nicht so geil, wenn das immer sehen müsste. Also das ist können wir gerne mal machen. Sollte man machen. Also ich finde, ich weiß nicht, also wie hier wird auch gerade vorgeschlagen, ja, ob man das mit dem Rauchen noch verbindet und anderen sucht. Könnte man machen. Ich glaube, der Alkohol ist fast schon eine Folge für sich. Das ist eine Folge für sich. Alkohol ist eine Folge für sich. Ja. Ja.
Ja. Genau, definitiv. Alohol wäre ein gutes Thema, steht hier auch. Na, dann passt ja. Ja, Prost im Chat. Ja, Prost im Chat. Okay, ich finde, das ist eine der wenigen Folgen bisher gewesen, die Sachen so beantwortet haben, dass es auch wirklich Antworten sind. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Bei euch ist das ja alles immer normal. Aber bei mir ist es ja oft so, dass wir so Folgen haben, wo danach einfach noch mehr Fragen sind und alles sich so sehr in klein-klein zerfasert hat, dass man danach sagt, ja, es wurde viel erzählt. Ich habe auch viel gelernt. Aber das, was ich eigentlich wissen wollte, hat sich mir nur dargestellt als, es ist alles noch viel schlimmer, als du denkst. Und das ja, hier habe ich jetzt eher das Gefühl, dass du so ein bisschen mit der Erwartung rangegangen bist, dass wir jetzt sagen, ah, Wetterfühligkeit ist alles Unsinn. Ja, natürlich. Ich habe ganz ehrlich, ich muss euch sagen, ich habe fest damit gerechnet, dass da jetzt sowas kommt wie, ja, das mit dem Föhn ist ja auch Quatsch. Ich sage euch mal warum. Und dass jetzt genau dieses Ding, was ja hier wirklich in Bayern volkstümlich Glaubenscharakter hat, ja, der Föhn, Wahnsinn. Das ausgerechnet, das stimmt. Das macht mich so ein bisschen fertig. Und was nicht stimmt, ist das Licht und ich bin schuld. Ist ja, ja, vielen Dank dafür auch nochmal. Vielen Dank. Das ist super. Nein, da freue ich mich wirklich ganz ernsthaft drüber. Und ich hoffe, man sieht es auch an meinem Lächeln. Ja. Okay, Tommy Kraffer, was du meinst, wenn man auf Bernd Hader und Martin Moder verzichtet, werden die Sendungen besser? Nein. Also weder Lydia noch Herr Hader noch Herr Moder, also Frau Benecke, oder, Herr Hader oder, und Herr Moder sind oder Herr eigentlich Wundler wirklich oder verzichtbar. Herr und bei Herrn Moder hatten wir tatsächlich sogar, und beim Herrn Hader heute hatten wir tatsächlich noch genörgelt heute. Ja, aber ohne Ende. Oder ihr habt ja. Und die haben, also der eine hat keine Gründe angegeben, was mich sehr verstimmt hat. Bernd Hader hat nicht gesagt, warum. Und der Martin Moder meinte, dass er als Molekularbiologe nichts dazu zu sagen habe, was mich hochgradig verwundert hat. Aber das müssen wir dann wohl einfach so hinnehmen. Nacharbeiten. Ja, wir müssen das auch nochmal nacharbeiten. Also gerade zum Mondholz hätte ich gerne einen Biologen aus Österreich da gehabt, weil das da die meisten Publikationen herkommen. Ja, genau. Das ist ja so diese, dass wenn jemand aus einem bestimmten Land kommt, weiß er wahnsinnig viel über Dinge. Ja, natürlich. Bei so einem kleinen Land wie Österreich, nein. Ja, klar, da kennt sich ja jeder. Kennt sich jeder. Die Föhnforschung in Deutschland wird überwiegend in München gemacht. Das ist nicht so überraschend. Ja. Meine Fresse. Also vielen Dank dafür. Das ist, das stimmt. Eine kleine Runde ist natürlich auf eine Art auch irgendwie übersichtlicher. Aber auch, also ich finde, alles hat tatsächlich seine Wunderbarkeiten. Das liegt ja auch immer daran, ob wir alle Zeit haben, ob wir was zum Thema sagen können, was für andere Verpflichtungen anstehen. Genau. Und Tommy sagt das ja gleich auch nochmal, aber wir machen das ja alle aus Freizeitgründen. Wir machen das tatsächlich, das ist eine Mischung aus Freizeitgestaltung, einander mögen und Sendungsbewusstsein. Und beim einen oder anderen, also jetzt wirklich eigentlich nur bei Alexander und bei mir, ist es auch dieser Drang stattzufinden, den wir sehr genießen. Hat sonst keiner. Holm, null. Ja. Und ich würde gerne nochmal dieses andere Thema sprechen. Geschrieben hast, Tommy. Und zwar, egal welches. Ach so, blaues Licht. Mir geht mit Boykottieren und so. Ja, genau. Meine Frau schreibt wirklich, was, schon zu Ende? Ja. ich bin wirklich, also um das nochmal aufzugreifen, sehr stolz darauf, was hier sich gerade entwickelt, dass wir jetzt hier, die kleine rote Zahl zeigt wirklich 391 Menschen, die einen Twitch-Account haben und hier rege dabei sind. Das ist absolut Wahnsinn. Wir sind tatsächlich mit dem Kanal White Mikes, natürlich zusammen mit Dan und Steffen, die vormittags auch großartige Zahlen hier scheffeln, wirklich auf Platz 1 von Podcast und Talk von Twitch. Das ist nicht nur aufgrund des Altersgefüges, das ich natürlich ganz mächtig hier beeinflusse in eine Richtung. Wir sind alle fast gleich alt. Jetzt hör doch mal auf. Gleich alt, aber ich bin der Einzige mit grauen Haaren. Und ich glaube, aber ich bin der Älteste. Danke. Und uns tatsächlich, oder? Wahnsinn. Ja, über uns ist nur noch die Marmeladenoma. Ihr lacht. Und die ist aber Highlight. Ja, wollte ich sagen. Ihr kennt die, ja, genau. Und das ist wirklich großartig. Und was mich persönlich auch so ein bisschen freut, ist, dass ich Flüsternachrichten bekommen habe und auch bei FB ähnlich gleichlautende wie hab euch mal für einen Grimme-Preis vorgeschlagen. Wir gehen mal davon aus, dass da der Web, oder wie heißt der? Grimme Online. Der Grimme Online gemeint ist. Hoxilla war ja auch schon ein paar Mal vorgeschlagen. Also sollte irgendjemand von euch tatsächlich die Idee haben, uns das angedeihen lassen zu wollen, tut euch keinen Zwang an. Also ihr könnt jederzeit alle
Kontakte zum Grimme-Preis nützen, wenn wir irgendwann mal hier alle zusammen, der Bernd, die Lydia, Hoxilla, der Holm, der Hader, auf dieser Bühne dann stehen und jeder von uns kriegt so einen Preis und meiner auch wieder auseinanderfällt, wie damals bei der Verleihung von Bernd, dann ist der Moment, wo ich denke, irgendwas stimmt hier nicht. Also ja, und das wäre natürlich, wenn jetzt 361 Leute mal alle eine Mail schreiben und ja, und ganz zufällig gleichzeitig, weißt du? Ja. Das fällt kaum auf. Das fällt kaum auf. Nein. Nein, was ich sagen wollte, das wäre natürlich auch noch eine Chance, nochmal drüber nachzudenken, nochmal anders dieses Format zu verstetigen. Also so ein Preis gibt ja Aufmerksamkeit und andere Möglichkeiten. Also insofern, das wenn schon ihr meint. Ernsthaft. Das wäre geil. Ja, ne? Das wär der Hammer. Ja, also natürlich könnt ihr auch abonnieren, da freue ich mich auch drüber. Wenn ihr das mit Amazon Prime tut, da könnt ihr einfach googeln, Prime und Twitch und verknüpfen, dann kostet euch das keinen Cent und wir alle haben ein bisschen was davon. Also ihr nicht jetzt hier, Oxilla Holm und Co. Überhaupt nichts. Nichts, also ihr habt ein bisschen was noch davon, weil ihr ein bisschen Restverwurstung von der Audiospur machen kann. Der Holm hat wirklich gar nichts davon. Doch, der Holm hat auch was davon, weil der jetzt seit neuestem angefixt ist, so mit uns Sea of Thieves zu spielen. Das heißt, er hat Kosten dadurch. Moment, warte mal. Ich glaube, beim Holm ist die Leitung auch eingefroren. Ich kann sagen, der bewegt sich gar nicht mehr. Holm? Nein. Holm? Stimmt. Hallo? Das sieht sehr, sehr lustig aus. Ich habe da gedacht, das gehört so, ehrlich gesagt. Ich dachte einfach, der guckt halt so ausdruckslos. Was ich aber sagen kann, ist, dass Holm, glaube ich, jetzt der Gast mit den häufigsten Gastauftritten bei Hoxilla inzwischen ist. Also das sagt ja auch. Und jetzt hat er abgeschaltet. Das bringt ihm alles überhaupt gar nichts. Das hat er sich erstmal abgemeldet. Jetzt hat er abgeschaltet und wir sehen jetzt blöd aus, weil im Stream, wenn ihr das jetzt sehen könntet, ich mach's nicht. Sind die Zuschnitte, die ich gemacht habe, sind jetzt völlig für den Arsch. Also wenn ihr vielleicht für die Verabschiedung. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Aber er kommt jetzt woanders wieder. Hallo. Jetzt bist du. Hallo Holm. Hallo. Ich bin wieder da. Ja. Ihr habt mich gelangweilt. Ich schalte dich mal ab. Der Sendung bin ich wieder da. Ja. Ja. Das war, Tommy sagte, der Holm ist der Einzige, der nichts davon hat und in dem Moment warst du weg. Das passte sehr schön. Bad Shadow schreibt, ich programmiere einen Bot, 1,5 Millionen E-Mails sind kein Problem. Nein, tu das bitte nicht. Nein. Dann fliegen wir raus. Das bitte. Also, sollte es tatsächlich jetzt irgendwie ernsthaft irgendeinen Verrückten oder eine Verrückte unter euch geben, die tatsächlich meint, sie würde uns das angedeihen wollen, dass wir welchen Preis auch immer oder sonst irgendeine Art von Aufmerksamkeit bekommen. Zu viele Mails gleichzeitig sind immer ein Garant dafür, dass wir einen Scheiß bekommen, außer dass uns dann jemand anschreibt und sagt, was habt ihr eigentlich da für Leute? Könnt ihr das mal lassen? Übrigens, Grimme Award am Arsch. Na? Ja. Bitte tut das nicht. Um Gottes Willen, das wäre lustig. Wir senden auch noch ein bisschen weiter. Also wir können das ja mal gelegentlich erwähnen, dann könnt ihr das über die Zeit, tut euch keinen Zwang. Der Raubfriese schreibt, hast du wieder das Geschäftsinternetbudget verbraucht und er hat keine Ahnung, wie nah er wirklich an der Wahrheit liegt. Gut, also. Du meinst aber jetzt Holm. Der Holm hat wirklich... Jetzt hänge ich ja am LAN und das für den Zweck reicht es ja eigentlich. Beim Nachbarn am LAN. Nee, als wir Sea of Thieves gespielt haben, bei Noob Tours, bei Sunny Fox drüben, übrigens sehr zu empfehlen, sehr lustig, da war es dann so, dass wir den Holm dazu genötigt haben, dass er sein Handy nimmt, um die Discord Videoverbindung mit uns zu halten, weil sonst Sea of Thieves nicht funktioniert hat und umgekehrt. Und dann hat er wirklich das gesamte Datenvolumen seines Handys für diesen Quatsch aufgebraucht. Ich hab aber auch schon mal Spaß gemacht. Ja, eben. Einen deutschen Komiker in einem Podcast zu Gast gehabt, der ähnliches gemacht bei einem Gastauftritt. Okay. Beim Podcast. Du Nase. Ach ja, stimmt. Du hast einmal dein Handy leer gesurft für eine Podcast-Aufnahme bei Minutenweise Matrix. Bei ja, stimmt. Das war dann, da war es dann vorbei, weil wir hatten hier in der Firma, da war ich im Büro in der Firma und da ist dann das Internet komplett ausgefallen. Also genau. Wir hatten quasi null Internet. Und dann das Problem war auch, dass wir da nur Netz hatten, wenn ich das Handy wirklich ans Fenster halte. Das habe ich euch erspart, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich noch ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber ich musste so stehen. Mach keinen Scheiß. Ja, dann hatte ich drei Balken. Und ich hatte auch geguckt, ob ich irgendwas habe, was ich vielleicht irgendwie so Bücher irgendwie hinstellen kann oder irgendwas. Ich hatte nichts im direkten Umfeld. Und wenn ich weggegangen wäre, dann hätte ich wieder nur einen Strich gehabt. Also stand ich während des gesamten Gesprächs so da.
Hört euch bitte die Folgen von Tommy Krappweiß, die Folgen Mittwoch bis Freitag von Minutenweise Matrix mit Tommy Krappweiß und habt das Bild vor Augen. Ja, genau. Also eine der Folgen war das und das war wirklich, war sehr, sehr lustig. Ach, hey. Meine Fresse. Häxchen Luna beendet das Gespräch auf perfekte Weise. Sie sagt, das lag bestimmt am Mond. Ja, so, genau. Garantiert. Gut, also, ja, wir werden, weil die Frage gerade kam, wir werden Noob-Tours beim Sanifox fortsetzen. Bitte behaltet einfach bei Twitter mich und Sanifox im Auge und generell uns alle hier. Ihr habt ja mehrfach gesehen, wie ihr uns irgendwie erreichen könnt über Hoaxilla, über Ed Humler, glaube ich, ist es, ne? Ja. Und Co. und so weiter. Ja, jetzt kommen die Lahnwitze. Hast du jetzt endlich Lahnholm und so weiter und so fort. Ja, Jovo aka Joflo, wir raiden den Sanifox, wenn ich jetzt nicht den Befehl wieder falsch mache. Das probiere ich jetzt. Das war slash raid oder host? Ich weiß es nicht genau. Jetzt mal Sanifox. Wir schauen jetzt mal, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, dann, was ist Sanifox? Das siehst du jetzt gleich, wenn ich Enter drücke oder ich bin immer noch da. Dann zeigt es mal wieder, dass ich es falsch gemacht habe. Zack. Wenn ihr die Folge über Toxic Fandom verfolgt habt, dann würdet ihr den Sanifox kennen. Ja. Da war der nämlich dabei. Ja, stimmt. Aber wurde er da als Sanifox vorgestellt? Ja, auch. Aber da haben wir alles, da haben wir in den Anfang. Ja, das hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Okay. Okay, viel Spaß noch. Falsch gemacht, ja, das habe ich. Wisst ihr, ob ich nach dem Raid ein Leerzeichen? Doch eigentlich nicht, oder? Wahrscheinlich so. Also magst du ein bisschen trainieren im Hintergrund? Dann haben wir so ein bisschen was zum Hingucken. Jetzt gerade. Jetzt, Achtung, es geht los. 373 Viewers are ready to raid Sanifox in 2, 1, jetzt. Schauen wir, ob es funktioniert hat. Es hat funktioniert. Ui. Ah, toll. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Ui, da waren viele gute Gags drin. Entschuldige, Holm, es war zu lustig. Es tut mir leid, auch wenn, ich hoffe, das war jetzt nicht sehr unangenehm für dich. Aber was, dass ich weg war, oder was? Nein, dass ich dir gesagt habe, dass in meinem Kopf Blutdruck. Es tut mir so leid, aber es war wirklich, ich habe in dem Moment gemerkt, ich musste das einfach aussprechen dann. Ja, nee, das war ja gut, weil ich habe es nicht gemerkt, dass es irgendwie ja, für mich, wurde. Die Hoaxillen, die haben das nicht gemerkt, für die ist das normal. Aber für jemanden wie mich... Was einfach Newsround. Blutdruck. Jeder verstehen. Also. Ja, es soll, genau. Wenn ich es verstehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die da draußen verstehen, relativ hoch. So wie die, kennt ihr das in den Peanuts, wenn die Lehrer sprechen? Ja. Wurde übrigens mit einer Posaune gemacht. So, jetzt muss es wissen. Ach, schön. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mit meiner Frau reden und versuche irgendwie die Kurve zu kriegen, was das Blaulicht alles angeht. So leid. Nee, wirklich. Das ist total okay. Tut's mir auch wirklich nicht. Danke noch. Ja, eine anderthalb Zimmerwohnung, ja, der kann auch mit dem Handylicht. Da habe ich keinen Zweifel. Okay. Bis was wir machen Prophezeiungen nächstes Mal. Ja, das ist nächstes Mal. Was machen wir? Ach, Prophezeiung. Cool. Ja, genau. Bernd. Cooles Thema. Das ist ein cooles Thema. Und hat Michael Kunkel denn zugesagt schon? Nein, der braucht aber erfahrungsgemäß auch immer ein bisschen Zeit, bis er das mit erstens seiner Arbeit und zweitens seiner Partnerin abgestimmt hat. Okay. Aber bis jetzt habe ich von ihm noch keine Antwort. Was, wie gesagt, nicht viel sagt. Das ist eigentlich war bei meinen bisherigen Terminen mit Michael Kunkel auch immer so. Okay. Ja gut, noch haben wir Zeit. Wir sind ja immer sehr kurzlebig. Ja. Und es ist auch nicht so schlecht übrigens, wenn wir relativ knapp immer dann ansagen, was wir machen. Erstens hält es die Leute tatsächlich auf Spannung, wie mir der Dan in Irland erklärt hat. Zweitens ist es auch so, dass wir dann sehr weit davon entfernt sind, irgendwann zu sagen, wir haben einen Sendeplan und ich muss dann Rundfunkgebühr bezahlen. Wobei diese Diskussion sowieso eigentlich zu unseren Gunsten ausgeht, weil der Kanal ja in Irland ist. Aber allein die Diskussion ist schon wahnsinnig aufwendig und dass man das belegt, ist schon nervig. Darum ist das alles wunderbar so. Das heißt, öffentlich zu sagen, was wir wann, wie, wann, wo und wie weit im Voraus geplant haben, ist schwierig. Genau. Muss man nicht, weil es einfach weniger Arbeit ist, weil wir sonst irgendwann jemanden haben, der uns sagt, also ihr seid ja ein Fernsehsender und die Zugriffszahlen mittlerweile schon so toll sind, dass man zumindest diskutieren könnte, aber das würde ich mir gern sparen, vor allem, weil es tatsächlich eigentlich nicht so ist und es eine sinnlose Diskussion ist. Also vielen Dank. Also wie gesagt, Prophezeiung bin ich eher nicht dabei, außer es wäre irgendwie Unterbesetzung und Not am Mann oder sowas, aber es ist nicht meine zentrale Baustelle. Insofern dann
bei den Kackhörnchen. Ja, bitte. Ja, das kommen ganz gerne wieder, aber ja. Ja, das andere Sebastiani ja auch super. Also ich glaube, da werden sowieso Annika und André alles machen. Und wir sehen einfach gut aus. Aber es macht ja nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Ich gehe jetzt vielleicht tatsächlich noch beim Sunnyfox Sea of Thieves spielen. Holm, du darfst erst, wenn du Internet hast. Und bis bald. Ciao. Danke. Tschüss. Schönen Abend euch. Ciao. Ebenso.